Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Kongress. Und ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, was wir heute auf der Tagesordnung haben. Und deswegen bedanke ich mich bei allen ganz, ganz herzlich für Ihr Kommen. Wer von uns, die meisten zumindest, kennt nicht den Hit der 80er Jahre, wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Viele, gerade jüngere Arbeitnehmer, kennen die Werkssirene mittlerweile nur noch aus Geschichten. Und es gibt sicherlich kaum einen Bereich, der sich so rasant in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie unsere Arbeitswelt. Wie ein Hochgeschwindigkeitszug rast die Veränderung, insbesondere die technologische, durch unser Arbeitsleben. Heute können viele mit Laptop und Smartphone bewaffnet von überall her arbeiten. Wir kommunizieren über Snapchat, Messenger und Facebook. Briefe sind für viele nur noch old school. Wir sind immer online und überall erreichbar. Das hat durchaus Vorteile, unsere Wirtschaft profitiert davon. Aber auf der anderen Seite macht diese Schnelligkeit der Kommunikation, diese permanenten neuen Herausforderungen der Digitalisierung vielen Menschen Angst. Die junge Generation wächst quasi damit auf. Junge Menschen sind Digital Natives. Ich jedenfalls bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie kleine Kinder bereits mit einem Tablet so selbstverständlich umgehen, wie wir in meiner Generation es zumindest schwer erlernen können. Unsere Arbeitswelt hat sich bereits stark verändert, aber diese Veränderung, und das wissen wir alle, ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Ein Ende des technologischen Fortschrittes in unserem Arbeitsumfeld ist nicht in Sicht, und daher ist das Thema unseres Fachkongresses Arbeit der Zukunft auch so spannend. Schlüsseltechnologie ist das Zauberwort für das Funktionieren dieser Arbeitswelten. Erfüllung und Freude bei der Arbeit müssen aber, und das dürfen wir nicht vergessen, dabei ein wesentlicher Punkt sein. Wie heißt es doch so schön, wenn man eine Arbeit mag, dann ist es keine Arbeit. Und daher ist es so wesentlich, dass wir vorbereitet sind und die Weichen auch in Aus- und Weiterbildung richtig stellen. Arbeitnehmer müssen auf die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt vorbereitet sein, und zwar deshalb, damit sie eben mit Freude in die Hände spucken, um ihre Arbeit mit Neugier, Wissbegierde, aber auch Entdeckergeist nachzugehen. Wir sind in dieser schnelllebigen Welt gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Arbeit der Zukunft gesund, sozial und abgesichert ist. Wir dürfen möglichst niemanden unberücksichtigt lassen, und deshalb müssen wir auch ein besonderes Augenmerk auf die legen, die sich besonders schwer tun mit den Herausforderungen der Arbeit 4.0. Das ist die Aufgabe auch der Arbeits- und Sozialpolitiker, und darum beschäftigen wir uns heute mit diesem wichtigen Thema. Wie wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, welche Erwartungen auf die Politik bestehen, darüber wollen wir heute diskutieren. Ich freue mich außerordentlich, dass wir unseren Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder zu unserem Kongress begrüßen dürfen. Lieber Volker, ich danke dir, dass du heute hier bei uns bist und gleich in das Thema einführst. Alle anderen Podiumsteilnehmer und Gäste werden wir im Laufe der Veranstaltung vorstellen. Ich wünsche uns allen eine gute Diskussion, eine zukunftsweisende Diskussion, und bitte jetzt Volker Kauder um seine Einführungsworte. Herzlichen Dank. Liebe Sabine Weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren, Arbeit 4.0 oder digitale Arbeit ist ein Thema, das, mit dem viele Menschen noch gar nichts richtig anfangen können.
Dabei steht schon eine beachtliche Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem in größeren Betrieben, mittendrin in der Entwicklung. Zum Teil wissen sie es gar nicht so richtig, dass das digitale Arbeit ist oder Arbeit 4.0, aber sie sind schon unmittelbar betroffen. Aber genauso wie viele unserer Mittelständler in unserem Land mit dem Begriff noch relativ wenig anfangen können oder ihn von sich wegschieben, weil sie denken, das kann nichts Gutes sein, was da auf uns zukommt, so geht es auch vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und natürlich hat dieses ganze Thema auch etwas Beängstigendes. In meiner Heimat leben viele Menschen davon, dass sie Hochpräzisionsdrehteile herstellen für die Automobilindustrie. Die hören nun auf einmal vom Elektroauto und das reihen sie auch schon in Industrie 4.0 ein und lesen, dass Daimler bestätigt hat, wenn das Elektroauto mal voll den Verbrennungsmotor ersetzt, bleibt nur noch eine Wertschöpfung von 40% gegenüber der jetzigen. Und dann stellen die Leute sich Fragen, was wird dann aus uns? Und manch einer sagt mir dann im Gespräch, Gott sei Dank haben wir die demografische Entwicklung. Denn dann kommen weniger Arbeitskräfte in den Markt und dann werden wir das schon bewältigen. Um dann aber gleich wenige Minuten später im Gespräch zu sagen, und dann müssen wir schauen, ob die Roboter auch noch Sozialversicherungsbeiträge bezahlen für die Sozialkassen. Und das alles macht den Menschen Sorgen. Und natürlich wissen sie auch, dass es mit der Entwicklung neue Arbeitsplätze gibt. Aber werden wir, so fragen sie, die wir jetzt eine CNC-Drehmaschine bedienen können, in Zukunft diese Arbeitsplätze auch einnehmen können? Der 40-Jährige oder auch der 50-Jährige, der ja nach unserer Vorstellung noch 17 Jahre und nach Wolfgang Schäuble noch 20 Jahre zu arbeiten hat, das macht den Menschen Sorgen. Und darauf müssen Antworten gegeben werden. Einmal von uns, von der Politik, wie wir die Lage einschätzen, von der anderen Seite aber auch von den Arbeitgebern. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass wir auch Vertreter der Arbeitgeber hier haben. Die Arbeitgeber sind am meisten mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusammen. Und ich finde, sie müssen in dem Unternehmen erklären, worum es geht und was passiert und welche Perspektiven man entwickelt. Und deswegen haben Angela Merkel und ich schon frühzeitig den Spitzenmanagern geraten und vorgeschlagen, wenn sie selber von der Digitalisierung weniger verstehen als von ihrem kaufmännischen Bereich, dann muss jemand in der Führung da sein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Mitten in der zentralen Führung. Ob das ein Digitalvorstand oder ein Assistent ist, aber das kann nicht irgendwo nur in der Personalabteilung oder in der Entwicklungsabteilung stattfinden. Und da wird sich, glaube ich, auch in der Führung von Unternehmen einiges verändern müssen. Wir von der Politik können lediglich Rahmenbedingungen setzen. Wir können uns die Fragen stellen, was muss in den Bereichen, die in unserem Kongress angesprochen werden, sich ändern, wo sind wir gefordert? Und da will ich gar keine Antworten jetzt geben, sondern das werden wir hier in diesem Kongress besprechen. Und müssen es dann im Laufe der nächsten Monate immer weiter verfeinern, um zu prüfen, wo sind die wirklichen Herausforderungen. Wir wissen einiges, aber wir wissen
noch lange nicht genug, wo wir regeln müssen. Und da ist natürlich sofort die berechtigte Frage, wird die Politik, weil sie nicht so genau weiß, wo sie regeln soll und wo nicht, eher dazu neigen, alles abzuregeln? Die Sorge ist durchaus berechtigt. So nach dem Motto, jetzt regeln wir mal und dann schauen wir in den Jahren danach, wo wir über das Ziel hinausgegangen sind. Und ich glaube, der Weg wäre völlig falsch, weil er würde Entwicklung behindern und auch keines der Probleme tatsächlich lösen. Und es hat keinen Sinn, sich der Entwicklung entgegenzustellen, sondern die Menschen mitzunehmen. Und es gibt ja auch durchaus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreiche Modelle. So langsam fangen selbst mittelständische Familienunternehmen, die auch 1.000, 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, mit der Arbeitszeit 4.0 anzufangen. Auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Ich war vor kurzem bei einer mittelständischen Firma und da haben die gerade ein neues Arbeitszeitmodell unter Einsatz der Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, beschlossen. Und der Vorstandsvorsitzende hat mir gesagt, er hätte sich gar nie vorstellen können, dass man in einem produzierenden Betrieb, die machen im medizinischen Bereich, machen die Ersatzteile für Menschen, sage ich immer, also Prothesen und neue Gelenke. Und die sagen, man kann jetzt sehr wohl mit modernen, gesteuerten Maschinen, digitaler Arbeitszeiteinteilung neue Modelle für Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Weg bringen. Das hat ja auch durchaus Vorteile. Also es geht in diesem Kongress darum, dass Sie mit uns darüber sprechen, wo Politik etwas an Rahmenbedingungen tun kann und wo sie lieber die Finger davon lassen soll. Dir, liebe Sabine, bin ich dankbar, dass du dieses Thema vorbereitet hast und auf die Tagesordnung setzt. Und wir werden uns sicher in den nächsten Monaten noch viel häufiger mit dieser Frage beschäftigen müssen. Eine Frage, die uns schon jetzt intensiv herausfordert, ist ein Teilbereich, aber ein wichtiger, nämlich die Frage der Weiterbildung. Die Frage der Weiterbildung, Fortbildung, und da kommt gleich eine ganze Reihe von Fragen. Dass die Fort- und Weiterbildung notwendig ist, ist unbestritten. Könnte man sagen, damit sei das Hauptproblem doch schon mal gelöst. Aber dann kommt die Frage, wer, wann, wo und wer zahlt's? Die Frage kommt auch. Ist es ein Teil der Arbeitszeit oder ist es nicht? Und wie, wer macht diese Fort- und Weiterbildung? Machen das die Kammern? Machen das die Berufsschulen, die dann eine zusätzliche Möglichkeit haben? Und vor allem, gibt es genügend qualifiziertes Personal, das die Fort- und Weiterbildung überhaupt machen kann? Sind nicht diejenigen, die so qualifiziert sind, dass sie in diesem Bereich Fort- und Weiterbildung machen könnten, nicht schon in ihren Unternehmen an Spitzenaufgaben beschäftigt und verdienen wahrscheinlich ein Vielfaches, als wenn sie angestellter Digitallehrer an einer Berufsschule oder Berufsfachschule sind. Also diese Fragen beschäftigen natürlich uns schon intensiv. Und ist es ein Teil der beruflichen Fortbildung? Gehört es mehr in die Kompetenz des Bundes? Bleibt es mehr in der Kompetenz der Länder? Oder bleibt es ganz in der Kompetenz der Wirtschaft? Dieses Thema muss noch viel schneller geklärt werden als alle anderen Fragen, die damit zusammenhängen, weil davon hängt ab, ob wir in der nächsten Zeit die Menschen, die noch 20, 25 Jahre zu arbeiten haben, in diese neue Berufswelt hineinbekommen. Also die Aufgaben sind vielfältig, groß, herausfordernd für uns alle. Und
Ja, es stimmt ja, dass wir Ältere uns mit ein paar Dingen schwerer tun. Aber ich muss sagen, wenn ich so jeden Dienstag in einer Sitzungswoche hier in meinem Fraktionssitzungssaal sitze, hier auf dem Platz und in den gefüllten Fraktionssitzungssaal mit 300 Kolleginnen und Kollegen schauen, die allermeisten nicht unter 20 Jahre sind und nicht unter 30 Jahre sind, sondern eher 40 und mehr, mit welcher Inbrunst die an ihren Smartphones spielen, anstatt mir zuzuhören, da kann ich nicht erkennen, dass diese Altersgruppe total entwöhnt, angsthabend vor diesem neuen Medium ist, sondern das Medium wunderbar beherrscht und jeder seinem Lieblingsjournalisten live aus der Fraktionssitzung, ohne dass wir es mitkriegen, berichtet, was gerade gesagt worden ist. Also von daher muss ich sagen, haben wir alle uns doch sehr schnell mit den Möglichkeiten, die diese Dinge bieten, auch arrangiert. Besonders interessant ist es aber, wenn man die kleinen Kinder beobachtet. 5, 6, schon etwas früher. Wenn der Fernseher angeschaltet wird und die dorthin laufen und verzweifelt versuchen, das Bild wegzuwischen, weil sie das an ihrem Tablet natürlich schon gelernt haben und dann rumschimpfen, dass das Bild da nicht verschwindet. Da merkt man natürlich schon, dass der Unterschied zwischen uns und denen, die mit dem Thema aufwachsen und die natürlich dann behaupten, der Fernseher sei kaputt, dass da schon Welten dazwischen liegen und dass sich dieses System der neuen Möglichkeiten etabliert hat und vor allem bei den jungen Menschen weiter etablieren wird. Ich glaube, dass wir bei allen Sorgen gut gerüstet sind, um diesen Wettbewerb aufnehmen zu können. Aber es ist völlig klar, zu glauben, dass es an uns alles vorübergeht, wäre der größte Fehler, wenn man sich in der Welt umschaut. Die Digitalisierung wird ein neuer Sprung sein. Meine Mittelständler sagen immer, sprechen Sie bitte nicht von einer Revolution, sonst kriegen wir Angst. Sondern es ist eine Evolution, aber es ist natürlich wahrscheinlich ein noch größerer Schritt als damals, als die Dampfmaschine aufkam und die Industrialisierung stattgefunden hat und mit ähnlichen Folgen auch in dem, was die Menschen betrifft. Herzlichen Dank, dass Sie uns mithelfen, uns diesem großen Problem in der Notwendigkeit, wo wir etwas tun müssen, zu nähern. Und dir, liebe Sabine, nochmal vielen Dank für die Vorbereitung des Kongresses. Ja, dir, lieber Volker, ganz, ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Besonders den Hinweis möchte ich noch mal gerne aufgreifen und betonen. Wesentlicher Fokus muss auf die Fort- und Weiterbildung gelegt werden. Und zusammen mit Ihnen, meine Damen und Herren, die ja in der Praxis dabei sind, hoffen wir, dass wir wirklich dazu fähig sein werden, in der Politik wirklich nicht an der Wirklichkeit vorbei zu agieren. Was also kann Politik tun? Wo sollen wir die Finger von lassen? Volker, du hast es treffend so ausgedrückt. Wir haben heute Steffen Kampeter hier. Steffen Kampeter war ganz, ganz viele Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages, hat sozusagen immer noch innerlich auch ein Stück unsere Kappe auf, ist jetzt Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA. Und ich denke, kein anderer kann mit der Vorerfahrung und der jetzigen Funktion so deutlich uns machen, was ist notwendig, wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft auf. Deswegen bin ich sehr froh, dass Steffen, du dich bereit erklärt hast. Heute einen Impulsvortrag. Ich bin gespannt, was du daraus machen wirst, einen Impulsvortrag für uns alle zu halten. Lieber Steffen, nochmal danke fürs Kommen und du hast das Wort. Liebe Sabine, lieber Volker, liebe langjährige Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Ein Impuls soll ja nicht Antworten geben, sondern ein bisschen anstößig sein. Und so will ich die mir gegebene Zeit gerne nutzen. Und meine erste These ist, ich möchte meinem langjährigen Fraktionsvorsitzenden einladen, bei den Mittelständlern zu werben, dass es sich möglicherweise doch um eine Revolution handelt, was wir derzeit erleben. Wenn ich die Begrifflichkeit von Klaus Schwab, dem Chef des Weltwirtschaftsforums, übernehme, spricht er ja von der vierten industriellen Revolution. Und die unterscheidet sich von den bisherigen dadurch, dass sie global, systemisch und absolut hochgeschwindigkeitsmäßig unterwegs ist. Und wenn man von Evolution redet, könnte man die bisherigen drei industriellen Revolutionen als evolutorische Prozesse betrachten, denn die Technologie, die uns derzeit hier unter dem immer mit 4.0 und Ergänzungen dazu zusammenkommen lässt, ist kaum 10 Jahre alt. Das Smartphone und die darauf aufsetzenden Vernetzungstechnologien gibt es kein Zehn. Das, was Sie alles als Smartphone kennen, feiert erst im nächsten Jahr seinen 10. Geburtstag. Und daher muss es uns in den Köpfen und in der Mentalität und in der Herangehensweise klar sein, dass das eine etwas andere Herausforderung ist wie die üblichen. Die Wiedervereinigung, der europäische Integrationsprozess, das sind Dinge, die haben viele, viele Jahre, teilweise Jahrzehnte gedauert. Und sie haben uns möglicherweise auch die Zeit gelassen. Die vierte industrielle Revolution verändert diese Welt in einer Geschwindigkeit, führt zu neuen territorialen Zusammenschlüssen, erschließt, zerstört Märkte, Produkte, Unternehmen und Ähnliches in einer Geschwindigkeit, wie ich es in den 26 Jahren in dieser Fraktion bei keinem politisch-ökonomischen Prozess jemals erlebt habe. Deswegen lassen Sie uns im Kopf irgendwie mal akzeptieren, dass wir, und wenn ein Arbeitgeber, Hauptgeschäftsführer sagt, ist das schon ungewöhnlich, gerade in einer Revolution leben. Mein zweiter Punkt ist, wenn wir das akzeptieren und revolutionäre Entwicklungen um uns herum sind, dann will ich jetzt nicht revolutionäre Entscheidungen einfordern, aber ich glaube, wir brauchen eine Kultur der Geschwindigkeit, Dinge festzulegen oder zu ordnen, die sich auch unterscheiden muss von den bisherigen ersten drei Revolutionen. Das gilt für die Verbände ebenso wie Partei und Parlament, aber auch wie die Gesellschaft insgesamt. Und es ist richtig, wie Sie, Herr Fraktionsvorsitzender, angesprochen haben, lieber Volker, dass es dabei nicht nur darum geht, zu sagen, es muss schnell gehen, sondern auch diejenigen, die möglicherweise nicht auf der Überholspur fahren, mitzunehmen. Das muss Bestandteil dieser Reaktion auf Revolution sein. Aber in Abwandlung von dem Gorbatschow-Zitat, wer zu spät kommt, den bestrafen die Revolutionäre. Denn nicht alle, die uns derzeit Herausforderungen in dieser Revolution sind, dem Standort Deutschland, den Arbeitsplätzen in Deutschland, den Produkten und Dienstleistungen, die in Deutschland produziert, durchweg freundlich genommen. Und das Prinzip des Wettbewerbs ist ja auch, dass der Bessere gewinnt und wir stehen in einem neuen digitalen Wettbewerb. Deswegen werbe, und wer den nicht akzeptiert, dann fragen Sie mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nokia oder die Kodak-Leute, ob die nicht schlau genug, ob die nicht kreativ genug waren oder ob es möglicherweise auch eine mentale Schranke war, die auf die Geschwindigkeit von Veränderungen, zum Beispiel dass Weltmarken wie beispielsweise Kodak wahrscheinlich eher im Technikmuseum, zumindest aber nicht mehr in der bisherigen Form existent sind. Deswegen glaube ich, brauchen wir zu diesen technologischen Entwicklungen eine andere Grundeinstellung als in den vergangenen Jahrzehnten. Ich bin geprägt worden durch das Buch von Hans Jonas, das Prinzip Verantwortung, wo er über eine Heuristik der Furcht geredet hat. Und uns, und das hat ja viele Jahrzehnte die Technologiediskussion geprägt, lieber nach dem Vorsichtsprinzip die Technologie eher bremsen, stoppen, begrenzen, um den gesellschaftlichen Schaden zu minimieren. Ich glaube, dass dieses eine defensive Haltung hervorgerufen hat, die der aktuellen Herausforderung nicht mehr gerecht wird. Und ich empfehle uns allen daher eigentlich eher eine Heuristik der Chancen. Eine Grundhaltung, die auch unter Unsicherheit bereit ist, die Chancen, die die Digitalisierung für die Arbeitsmärkte bietet, auch tatsächlich
zu nutzen. Das neue Prinzip Verantwortung heißt eigentlich, Chancen zu realisieren, ohne zu vergessen, dass es dort auch Dinge gibt, die Chancen begrenzen können, die, wie Sie das im Kongress hier ja auch unter gesundheitliche Aspekte, soziale Sicherungsaspekte begründen. Aber zuerst müssen wir gucken, wie können wir den Standort Deutschland, wie können wir Arbeit in Deutschland mit diesem neuen Prinzip der Verantwortung, einer Heuristik der Chancen zu ermöglichen. Oder um es in Ludwig Erhardschen Diktus zu sagen, wir brauchen eine Ordnungspolitik für diese Chancen, denn die Frage, wie eine Technologie wirkt, ob sie destruktiv oder konstruktiv ist, ob sie arbeitsplatzvernichtend ist, dazu gibt es unterschiedliche Szenarien, positive wie negative. Ob diese Szenarien eintreffen, die Zukunft ist offen, ist ein Ergebnis dieser Ordnungspolitik der Chancen. Und wenn wir die Chancen in Deutschland realisieren können, werden wir eher Arbeitsplatzgewinne realisieren. Wenn wir die Chancen in Deutschland vorbeiziehen lassen, werden alle diese Negativszenarien über die Arbeitsplatzentwicklung bei uns waren. Deswegen, diese Ordnungspolitik der Chancen muss der Maßstab sein, anhand derer wir fragen, wo wir hin sollen. Mein dritter Punkt ist Flexibilität und Vielfalt. Spielen in dieser Diskussion ja eine große Rolle. Und es wird immer zwischen Flexibilität und Sicherheit ein Widerspruch aufgemacht. Ich glaube, wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass Flexibilität und Vielfalt auf der einen und Sicherheit auf der anderen Seite kein Widerspruch ist, sondern dass die Nutzung von Flexibilität, wie das Kodak-Beispiel und die Anpassungsflexibilität zeigt, möglicherweise die Sicherheit garantieren und ermöglichen können, die Menschen zu Recht einfordern, nämlich stabile Beschäftigung. Flexibilität ist im Übrigen auch kein neokapitalistisches neues Ausbeutungsprinzip, das sich irgendwelche Unternehmer ausgesucht haben, um die Sozialpartnerschaft vor neue, nicht lösbare Herausforderungen zu stellen. Sondern diese Flexibilität, die technologisch möglich ist, ist im Wesentlichen induziert durch Kundenwünsche. Es sind ja nicht, wenn ein Unternehmer, ein Arbeitgeber Geld im Schlafwagen verdienen kann, ist ihm das wahrscheinlich lieber, als wenn er das im intensiven Wettbewerb macht. Das war ja auch der Streit zwischen den Industrieverbänden und Ludwig Erhard, die gar nicht so wettbewerbsfreundlich waren, wie sich der Erhard das damals immer wünschte. Weshalb er sie auch von seinem, ich glaube, 80. Geburtstag ausgeladen hat. Das heißt, Flexibilität ist nicht so der primäre Wunsch von Arbeitgebern oder der Wirtschaft, sondern Flexibilität wollen die Kunden. Beispielsweise im Onlinehandel. Ich habe noch keine Demonstration gesehen, dass ein bekannter nationaler Onlinehändler hier in Berlin einen Intraday-Lieferservice anbietet. Sondern ich habe mal auch unter meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefragt, habt ihr das schon mal genutzt? Und es war mehr als eine Hand, die gesagt haben, ja, wir wollen auch diese Flexibilität nutzen. Alle anderen Flexibilitätsgeschichten bei Lieferketten und Ähnliches zeigen, dass der Kunde der Treiber dieser Entwicklung ist. Und wenn bei der vierten industriellen Revolution die Frage, ob etwas geliefert wird, nicht unbedingt von der Frage des Standorts der Produktion oder des Arbeitsplatzes abhängt, sondern wie es so hübsch heißt, ubiquitär ist, ist die Frage, ob eine Wirtschaft eine Flexibilität liefern kann, eine Frage, ob sie entsprechend ob sie die Wertschöpfung im Land oder durch Import importieren kann. Deswegen muss es Anspruch des Standortes Deutschlands sein, bei diesen digitalen Flexibilitäten nicht nur Mittelmaß, sondern zukünftig wieder stärker an der Spitze zu sein. Das ist meine dritte Botschaft. Die vierte Botschaft greift das aus, was der Volker Kauder zum Thema Bildung und Weiterbildung gesagt hat. Hier sind wir, glaube ich, an einem richtig epochemachenden Wechsel. Jemand, der wie ich seit vielen, vielen Jahren auch am Rande immer mit Bildungsfragen konfrontiert worden ist, jetzt etwas intensiver als früher, hat bei Bildung immer gedacht, erstens, wie lange brauchen die Kinder bis zum Abitur und wie ist Hochschule organisiert. Die Themen, die wir jetzt drauf haben müssen, sind völlig andere. Beispielsweise, Herr Kauder hat es angesprochen, die Fragen der beruflichen Bildung. Die Frage, wie eine Berufsschule technologisch aufgestellt ist, ist möglicherweise noch wichtiger, ob sie Abitur nach der 12. oder nach der 13. Klasse ist, was unter Bildungspolitikern zu nahen Eruptionsstürmen führt. Wenn man sie zur technologischen Situation der Berufsschulen fragt, ja, das ist ja länderhoheit, das weiß ich auch nicht und so weiter und so fort. Fragen Sie mal, wie viele in diesem Fraktionssaal Kinder haben, die in einer beruflichen Ausbildung sind. Sie werden allein schon demografisch nicht auf besonders hohe Zustimmungsraten kommen. Aber die Berufsschulen, die ich in den letzten Monaten besuchen durfte,
sind nicht alle so, dass ich nicht sagen würde, da wäre die eine oder andere nicht auch dabei gewesen, deren Maschinen die Auszubildenden niemals in einer Firma, sondern maximal in einem Technikmuseum wiederfinden werden. Und deswegen ist die qualitätsoffensive Digitalisierung für die Berufsschulen eine ganz, ganz wichtige Anfrage der Wirtschaft an die entsprechenden Entscheidungsträger. Umgekehrt beobachten wir in der Wirtschaft allerdings die Diskussionen der Politik, dass der Staat der bessere Weiterbildende ist, mit einer gewissen Skepsis. Dass die Bundesagentur für Arbeit angesichts sinkender Arbeitslosenzahlen entsprechend dem Murphyschen Gesetz sich neue Aufgaben sucht, kann ich nachvollziehen. Das ist plausibel. Aber an sich war die Bundesagentur für Arbeit eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, keine zentrale Weiterbildungsagentur des Staates. Die Weiterbildungsaufwendungen der Wirtschaft sind heute schon größer als der Etat der Bundesagentur für Arbeit. Und deswegen sollte man im kooperativen Miteinander zwischen Wirtschaft und staatlichen Entscheidungsträgern hier nicht zu einer fundamentalen Verschiebung kommen und nur, weil die Arbeitslosigkeit sinkt, der Bundesagentur fundamentale zusätzliche Aufgaben wahrnehmen. Das haben wir zwar überall alles schon mal gelesen, dass Bürokratien sich neue Aufgaben suchen, aber das sollte in diesem Fall die dynamischen Prozesse entsprechend nicht weitermachen. Drittens, Berufsbilder. Früher hat man nachgeguckt, wie ausgebildet wird. LinkedIn, das ist für die Technologen ein wichtiges Karrieremittel, hat veröffentlicht, welches die heißesten Jobs für, wie sie es nennen, the hottest Jobs für 2017 sind. Das ist der Cloud Computing Experte, das ist der statistische Analytiker, der sich mit Data Mining auskennt, das ist der Webarchitekt, das ist der Software-Interpret, das ist das Interface Design. Glauben Sie bloß nicht, dass ich wüsste, was das alles ist. Ich komme aus dem Babyboomer-Zeitalter. Aber das sind die heißesten Berufe 2017. Und das, was mir schwerfällt, nämlich zu begreifen, was die wirklich heißen Berufe sind, das wird dem einen oder anderen sowohl in Politik wie Wirtschaft auch sehen. Deswegen müssen wir eine sehr viel dynamischere Fortentwicklung der Berufsbildungs-, aber auch der Studieninhalte zu unserer Agenda machen, in Bund und Ländern, weil wir ansonsten solche Dinge nicht machen. Und das mag vielleicht auch weitergehen als formelle Qualifikation. Denn auch die Talente, die gefordert werden, werden bei Arbeit 4.0 neue, andere sein. Bisher ist der Fokus, so bin ich ausgebildet worden, klassisches Faktenwissen. Alle, die sich damit beschäftigen, sagen, in 5 oder 10 Jahren brauchen wir, das heißt ja nicht mehr Talente, sondern das heißt Skills, brauchen wir völlig andere Skills. Diese Skills heißen dann Kreativität und emotionale Intelligenz, weil die Maschine uns das Faktenwissen abnimmt, muss der Mensch, der dann noch tätig ist, das nicht-lineare Kreative liefern, um den Output zu produzieren. Das setzt aber ein völlig anderes Bildungsverständnis voraus. Eine Diskussion darüber steht erst an der Hand. Und die Mehrzahl unserer Kinder wird in Jobs arbeiten, ungefähr 2/3 wird in Jobs arbeiten. Meiner Kinder sind 14, 14, 11, die werden in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Und das bedeutet, wenn es eine Revolution ist, wenn es richtig Geschwindigkeit ist, müssen wir das hier im Bereich der beruflichen und akademischen Bildung zum Anlass nehmen. Und mein fünfter und letzter Punkt, wir brauchen neue Definitionen und Regeln für Arbeitszeit und Arbeitsort. Wir reden ja sehr viel in Unternehmen von Anwesenheitskultur und es hat über viele Dekaden ja auch die unternehmerische Praxis, Stechuhr, rein, da, Leistung, raus, Feierabend. Ich brauche hier, glaube ich, den wenigsten zu erklären, dass das für viele Fähigkeiten und Talente in den Betrieben heute nicht mehr in dem Maße erforderlich ist. Das führt nicht nur zum anderen Verständnis, was man in welcher Zeit erledigen kann, sondern auch, wo man es erledigen kann. Die Arbeitszeitordnung, die Arbeitsstättenverordnung, die ganzen Regulierungen gehen aber noch vom Arbeitsort- und Arbeitszeitbegriff des 20. Jahrhunderts aus. Und dahinter steckt ja nicht nur eine Organisationsfrage, sondern auch eine Frage zum Beispiel, wie gesund, wie hoch muss der Gesundheitsschutz bewertet werden, welche Organisationsfragen haben wir in der Mitbestimmung, das will ich alles nicht geringschätzen. Ich will nur auf den Punkt kommen, dass ich glaube, dass wir intensiv darüber nachdenken werden müssen, ob die Arbeitszeitordnung, die eigentlich davon ausgeht, dass man morgens sein Haus verlässt, im Betrieb seine Arbeit verrichtet und dann abends wieder nach Hause geht, geschützt werden muss, am nächsten Tag wieder erholt und kreativ im Betrieb ist, ob das regulatorische Leitmotiv sein muss für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Meine klare Antwort, nein.
Das fängt dann an bei den 11 Stunden Ruhezeiten. Ich weiß, dass das ein hohes, kontroverses Thema ist, aber wir werden da Veränderungen erleben, die sind für den Gesetzgeber, glaube ich, in der Geschwindigkeit nicht nachzuvollziehen. Deswegen eine Bitte, Frau Kakaula, die Frage, was soll wer regeln? Wenn wir Flexibilitäten von Arbeitsplatz und Arbeitszeit nutzen wollen, trauen Sie es bitte den Sozialpartnern im Betrieb mehr zu als dem Gesetzgeber mit einer einheitlichen Regelung. Ob man das so ausgestaltet, wie ich jetzt höre, Wahlarbeitszeit, dass der Arbeitnehmer allein entscheidet, wann er wie arbeitet, das würde mir vielleicht doch ein bisschen zu weit gehen und möglicherweise die Flexibilitätswünsche der Kundinnen und Kunden nicht hinreichend berücksichtigen. Aber dass man Korridore schafft, in dem es Arbeitszeitflexibilität gibt, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines vernünftigen, angemessenen Schutzniveaus, beispielsweise durch Betriebsvereinbarung, und das nicht durch ein rigides Arbeitsstätten- oder Arbeitszeitregime verhindert, das halte ich für das Gebot der Stunde. Mir hat ein Betriebsratsvorsitzender eines großen süddeutschen Automobilsternunternehmens mitgeteilt, dass er in seiner Verantwortung als Betriebsratsvorsitzender über 10.000 individuelle Arbeitszeitsmodelle hat. Aus dem Gespräch ergab sich dann für mich sehr überraschend, dass der Kollege von der IG Metall nicht mehr Regulierung wollte, sondern dass es ihm ein Hauptanliegen war, die Flexibilität, die er brauchte, und das geht dann nicht nur um die Jobs, die es mit Anzug und Krawatte zu erledigen sind, sondern moderne Arbeitsplatzgestaltung und dynamische Flexibilität der Digitalisierung kann in der Pyrolyse genauso wie in der Fließbandarbeit sein und in der Steuerung schwer komplexer Prozesse. Seine Hauptsorge war, dass der Gesetzgeber eingreift und diese Regulierung, diese Flexibilitätsmöglichkeiten der Sozialpartner einschränkt. Auch diese Experimentierräume, die derzeit diskutiert werden, finde ich eigentlich ganz gut. Aber die Zeitabläufe lassen mich schon stutzen, dass das auch das Richtige damit gemeint ist. Wenn wir in der nächsten Legislaturperiode für Arbeitszeitexperimente 2 Jahre Spielraum kriegen und danach eine Evaluation, werden erst in der übernächsten Legislaturperiode die Entscheidung getroffen. Ich befürchte, in der übernächsten Legislaturperiode werden wir andere Entscheidungen treffen, als ob wir ausprobieren, dass es Arbeitszeitflexibilität in der industriellen Fertigung in Deutschland gibt. Deswegen auch hier lassen Sie nicht nur einfach oder entsprechend insgesamt den Sozialpartnern mehr Verantwortung bei der Frage, wie ist Arbeitszeit zu gestalten und wie ist der Arbeitsort zu gestalten. Meine Schlussbemerkung ist nochmal das Betonen einer Ordnungspolitik der Chancen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht bekannt für revolutionäre Reaktionen auf revolutionäre Umsetzung. Wir sind schon, wie Volker Kauder es angeführt hat, ein evolutionsorientierter Bereich. Aber wenn das so viel anders ist, müssen wir uns richtig dran machen. Die Parteien, die Parlamente, die Regierung, aber auch die Verbände und Sozialpartner. Dass wir relativ rasch konkrete Leitplanken für eine vernünftige Ordnungspolitik der Chancen machen. Die Zukunft ist offen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ob Herr McAfee, der Tausende von Arbeitsplatzverlusten oder Hunderttausende von Arbeitsplatzverlusten bei einfachen Tätigkeiten szenariomäßig prognostiziert, oder ob die Accenture-Version, die sagt, wir haben so viel mehr Bruttoinlandsprodukt durch die Digitalisierung, dass wir einen Arbeitsplatzaufbau haben, ob das realisiert wird, das können wir gemeinsam gestalten. Und dazu soll unter anderem, wenn ich das richtig verstehe, dieser Kongress dienen. Dem Kongress wünsche ich in diesem Sinne einer Ordnungspolitik der Chancen, einer Heuristik der Chancen. Viel Erfolg. Herzlichen Dank für die Möglichkeit zu diesem Impuls. Lieber Steffen, du hast meine Erwartungen zumindest erfüllt und ich denke, ihre auch. Ich habe an vielen Punkten Kopfnicken gesehen, Skepsis gesehen. Einige haben fleißig mitgeschrieben. Ich glaube, du hast wichtige Impulse für die nachfolgende Diskussion gesetzt. Besonders den Begriff Ordnungspolitik der Chancen muss der Maßstab sein. Möchte ich ganz kurz aufgreifen. Ordnungspolitik der Chancen. Gehen wir mal endlich davon weg, immer schwer beladen und traurig durch diese Welt zu laufen, zu sagen, das ist alles so schwer und das schaffen wir alles nicht. Ich bin der Auffassung, wir sollten bei allen Herausforderungen, sollten wir die Zukunft hier wirklich als Chance sehen, dem positiv entgegensehen und einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.
Wir werden jetzt drei Themen in den nachfolgenden 2 Stunden bearbeiten, die jeweils in einem Podium diskutiert werden. Ich habe gerade gesagt, Kopfnicken, Mitschreiben und auch manchmal Skepsis in den Blicken habe ich gleich bei den ersten 3 Podiumsteilnehmern gesehen. Ich möchte Herrn Lagoski, Herrn Frau Dr. Bildhauer und Herrn Professor Windemuth schon mal hier auf die Bühne bitten. Und ganz, ganz herzlich begrüße ich unseren Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprecher Karl Schieverling, der dieses erste Podium leiten und moderieren wird. Wir werden nach diesem ersten Podium eine 20-minütige Pause machen. Es wäre prima, wenn wir das so in etwa zeitlich einhalten könnten, damit wir dann auch zügig weitermachen. Aber es soll nicht nur eine Pause, eine Ruhephase sein, sondern Sie können sich weiter mit Getränken versorgen. Und wir haben auch einen kleinen Imbiss vorbereitet. Lieber Karl Schieverling, ich bitte jetzt einfach zu übernehmen und mit der Moderation des ersten Podiums unter der Überschrift Sozialpartnerschaft 4.0 und dann hier der wichtige Themenbereich gesunde Arbeit zu beginnen. Ja, herzlichen Dank. Einiges ist ja in der Rede und in den Impulsen, die Steffen Kampeter uns gegeben hat, angeschnitten worden. Es geht um die Frage der Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsplätze, auf die Qualifikation, auf all die Fragen, die Personalwirtschaft angehen. Und deswegen begrüße ich sehr herzlich Frau Kirsten Bildhauer von Cisco. Sie ist diplomierte Psychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Seit 2015 ist sie Personaldirektorin für Deutschland und Zentraleuropa der Cisco Systems GmbH. Zuvor hatte sie Personal- und Führungsaufgaben bei der Hewlett-Packard GmbH inne. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns gleich auf den Impuls. Will aber den zweiten Aspekt noch schnell nennen, der mindestens genauso wichtig ist und der auch in der Einführung von Steffen Kampeter zumindest am Rande eine Rolle gespielt hat, aber der nicht unwichtig ist. Es geht um die Frage des Gesundheitsschutzes. Es geht um die Frage, wie gehen wir mit all diesen Entwicklungen um. Und damit spätestens sind wir bei der Frage von Prävention mit dem erklärten Ziel, dass Menschen länger arbeiten können. Und damit befinde ich mich bei der Deutschen Unfallberufsgenossenschaft. Begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Dirk Windemuth von der DGUV. Er hat Psychologie, Germanistik und Gesundheitswissenschaften in Duisburg und Dresden studiert. Nach 10-jähriger Tätigkeit als Psychologe im medizinischen Kontext liegt heute sein Schwerpunkt im Bereich Prävention. Er ist seit 2010 Direktor des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und außerdem Professor für Psychologie im Case Management an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Seine Schwerpunkte liegen bei den Themen psychische Belastungen und Beanspruchungen, Arbeitszeitgestaltung, Mobbing, Gewalt am Arbeitsplatz und in der Schule sowie Psychologie der Informationsverarbeitung. Ein wichtiges, zentrales Thema. Ich darf Ihnen sagen, wenn wir mit einem im Bereich der Gesundheit mit großen Herausforderungen zu tun haben, dann ist es mit der Frage der dramatischen Zunahme der psychosomatischen Erkrankungen in nahezu allen Bereichen. Das schicke ich voraus, nicht nur Fragen, die mit der Arbeitswelt zu tun haben, sondern auch mit unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Davon werden wir gleich hören. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht die Politik? Wir haben mahnende Worte gehört. Die Politik soll sich gefälligst etwas zurücknehmen und es den Sozialpartnern überlassen. Aber gleichwohl werden wir nicht ganz ohne politische Entscheidungen auskommen. Ich freue mich, dass mein Kollege Uwe Lagoski diese Aufgabe übernimmt. Er ist mehr als Praktiker. Er hat nicht nur seinen Beruf als Energieanlagenelektroniker 10 Jahre lange ausgeübt und war vor allen Dingen 10 Jahre in unterschiedlichen Tätigkeiten als in Betriebsräten zuständig und auch als Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Veolia Wasser GmbH. Von daher bringt er als Bundestagsabgeordneter, was nicht hoch genug zu bewerten ist, zahlreiche berufliche Erfahrungen mit. Das macht sich dann sofort auch in der Praxis bemerkbar. Damit sofort zum Einstieg und ich würde gerne unter den Gesichtspunkten zunächst der Frage, was heißt das fürs Personal, für Anforderungen, Frau Bildhauer gerne das Wort geben.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schieberling, für die Vorstellung und für die Einführung. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann und möchte Ihnen einfach zwei, drei Realitäten schildern aus unserem Unternehmen, wie wir zusammenarbeiten. Wir haben fast 60% unserer Mitarbeiter, die eine Führungskraft haben, einen Vorgesetzten haben, der nicht am gleichen Ort ansässig ist wie Sie. Fast 50% der Mitarbeiter arbeiten über verschiedene Zeitzonen hinweg zusammen, also mit anderen in verschiedenen Zeitzonen regelmäßig zusammen. Fast 80% der Mitarbeiter arbeiten mindestens einen Tag von zu Hause und 10% sogar niemals an einem Unternehmensstandort oder also niemals an einem Unternehmensstandort, das heißt, sie arbeiten bei Kunden oder eben auch zu Hause. Das ist eine Arbeitsumgebung, die nur funktioniert, wenn sie digital auch unterstützt zusammenarbeiten. Wir tun das ausgesprochen intensiv mit Einsatz auch von Videotechnologie beispielsweise. Und das kann gut funktionieren, wenn Sie eine entsprechende Unternehmenskultur haben, die das unterstützt, die vertrauensbasiert beispielsweise ausgerichtet ist, die es Mitarbeitern ermöglicht, zu äußern, wenn Erwartungshaltungen in Ihrem Umfeld nicht mit denen übereinstimmen, die Sie haben beispielsweise, wenn Sie da in Konflikte kommen. Und das ist ein großer Teil, der jetzt aus meinem Personalbereich, und vorhin kam das Stichwort Digitalisierung, sollte nicht nur aus der Personalabteilung kommen, aber auch, glaube ich, wir müssen das auch entsprechend unterstützen, weil es einfach Änderungen im Führungsverhalten und in der Führungskultur bedeutet. Das heißt, wir führen an der Stelle eben auch eine Führungskultur ein, die stärken- und vertrauensbasiert ist, wo Führungskräfte sich mit ihren Mitarbeitern inklusive mir, so wie ich das eben auch selber durchführe, austauschen mit ihren Mitarbeitern. Einmal die Woche mache ich das ganz konkret beispielsweise zu dem, was war toll, was war nicht toll. Und da brauchen sie Offenheit im Umgang miteinander, damit das funktioniert. Und da kann man eben auch über Gefährdungen sprechen. Darüber hinaus, wenn wir jetzt auf das Gesundheitsthema gehen, dann bietet ja diese Digitalisierung und die Flexibilisierung des Arbeitsortes und der Arbeitszeit, wie wir eben schon gehört haben, unglaubliche Chancen. Ich kann wählen, ob ich beispielsweise Familie und Beruf miteinander kombinieren möchte. Ich habe selber 9 Jahre Teilzeit gearbeitet. Mir wäre meine persönliche berufliche Entwicklung gar nicht möglich gewesen, ohne eine entsprechende Anbindung digital. Trotzdem gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die Schwierigkeiten haben, damit umzugehen, die permanent das Gefühl haben, sie müssten immer online sein, sie müssten immer Erwartungen erfüllen, sie müssten im Urlaub auch noch ihre Arbeit erledigen. Und auch darüber muss man in einer vertrauensbasierten Kultur dann offen miteinander sprechen und Lösungen finden. Aus meiner Sicht brauchen wir Rahmenbedingungen, die über Gesetze eben definiert sind und die den Schutzcharakter weiterhin unbedingt aufrechterhalten sollten. Auf der anderen Seite aber eben die Freiheit und Möglichkeiten in den einzelnen Unternehmen mit den Betriebsräten oder Sozialpartnern Lösungen zu finden, die tatsächlich dann auf die konkreten Bedürfnisse der Mitarbeiter und des Unternehmens ausgerichtet sind. Wenn wir das nicht haben, verlieren wir Attraktivität am Arbeitsmarkt und ich denke auch eben Möglichkeiten im Wettbewerb. Vielleicht zunächst mal so viel, damit die anderen auch noch Chance haben. Ja, Frau Bildhauer, ganz herzlichen Dank für diesen Impuls und für die Zusammenhänge aus Sicht Ihres Unternehmens, aber das gilt eben auch für andere. Herr Winnemuth, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Schieberling, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir hier diese Veranstaltung haben und ich freue mich, dass der Fokus bislang auch sehr stark auf die Chancen, die uns diese Arbeitszukunft gibt
und geben wird, zu sprechen gekommen sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man immer wieder betonen muss. Wir haben erstmal wirklich eine große Chance für die Arbeit der Zukunft. Und es wurde schwerpunktmäßig die Flexibilisierung von Arbeitsort und Arbeitszeit genannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber es gibt natürlich viele andere, die jetzt noch nicht im Fokus standen. Ich möchte nur daran denken, dass wir natürlich durch die industriellen Entwicklungen es auch ermöglichen, zum Beispiel schwere Lasten von Menschen abzuwenden und auf Maschinen zu übertragen, dass wir in der Konstruktion oder auch in der Produktion gefährliche Tätigkeiten teilweise in virtuellen Realitäten machen können, erledigen können und dadurch die Unfallgefahr deutlich reduzieren. Flexibilität von Arbeitsort und Arbeitszeit geht natürlich genauso wie die anderen Punkte, die ich genannt habe, immer auch mit Risiken einher. Diese Risiken, auch das wurde genannt, ist erstmal die Gesundheit. Was passiert, wenn Menschen flexibel arbeiten? Es ist eine riesige Chance, aber wenn sie keine Ruhezeiten haben, wenn sie sich zu sehr dauerhaft verausgaben, haben wir auch Gesundheitsrisiken. Wir haben mit bestimmten Arbeitszeitmodellen natürlich auch Unfallrisiken, die belegterweise auf ein Vielfaches ansteigen können. Auch da müssen wir vorsichtig sein. Und wir müssen natürlich auch gucken, was passiert denn eigentlich mit der Sozialpartnerschaft im Betrieb, wenn zum Beispiel die Beschäftigten oftmals gar nicht mehr erreichbar sind oder wenn auch die Interessen der Sozialpartner von den Beschäftigten gar nicht mehr als ihre Interessen, sondern eher als Hemmnis wahrgenommen werden. Wir sprechen hier von Sozialpartnerschaft. All das sind auch Risiken, auf die wir genauso hinweisen müssen wie auf die Chancen. Und deshalb bin ich froh, dass wir die hier auch diskutieren können und dass wir mit Frau Bildhauer auch schon eine Unternehmensvertreterin haben, die, glaube ich, ganz viele von diesen Risiken schon eingedämmt haben. Mir ist wichtig, dass wir von vornherein Lösungen anbieten, die eine Prävention gewährleisten, sodass wir sagen können, wir nutzen die Chancen, die das Arbeiten der Zukunft uns gibt und wir haben die Risiken im Griff, sodass letztlich alle profitieren von der Zukunft der Arbeit hinsichtlich der Gesundheit, aber hinsichtlich auch vielleicht der Lebensqualität, wenn die Flexibilität zugunsten von Beruf und Familie, auch das wurde ja genannt, dann steigt. Wir müssen, so mein Abschlusswort von diesem Statement, wir müssen es schaffen, eine Präventionskultur in die Betriebe reinzubringen, die es uns ermöglicht, dass wir die Chancen nutzen und die Risiken im Griff haben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Die Frage, welche Auswirkungen hat das für das Zusammenleben in einem Betrieb? Was ist da gesetzlich zu regeln? Wie sieht die Mitbestimmung aus? Welche Herausforderungen stellen sich da? Uwe Lagowski gibt uns dazu aus seiner Sicht die Einführung. Vielleicht zunächst einmal, meine sehr geehrten Damen und Herren, eins vorweggeschickt: Arbeitgeber, Arbeitnehmer sind zwei Seiten einer Medaille und sind auch nicht voneinander zu trennen. Beide bedürfen einander und insofern gibt es eben in unserer sozialen Marktwirtschaft die sozialpartnerschaftlichen Verbindungen, die wir entsprechend haben. Insofern finde ich das auch gut, dass wir beide hier zumindest auch namentlich nebeneinander sitzen, weil wir ja die unterschiedlichen Interessen auch der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer entsprechend auch vertreten. Und dabei sind es auch nicht nur immer unterschiedliche Interessen. Du hast vorhin gesagt, Steffen, dass wir an der Spitze sein wollen in der Welt. Und das ist im Sinne der Arbeitnehmer mindestens genauso zu verstehen wie im Sinne der Arbeitgeber. Beides ist wichtig. Das eine bedingt nämlich, dass auf der einen Seite entsprechend Produkte hergestellt werden und auf der anderen verkauft werden und auf der anderen Seite entsprechend die Arbeitsplätze auch in unserer Gesellschaft zur Verfügung stehen. Was wir aber machen müssen, und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, die Menschen mitzunehmen in diesem Prozess, der vorhin als Revolution beschrieben wurde, von dem ich aber immer noch der Meinung bin, dass es eine Evolution ist, die zwar etwas schneller abläuft als die alten Evolutionen, die wir hatten und andere Vorgänge, allerdings eine Evolution, die wir gestalten können. Es ist kein Naturgesetz, sondern wir haben die Möglichkeit, an unterschiedlichen Stellen entsprechend auch dafür zu sorgen, dass das im Einklang zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entsprechend auch funktioniert und wir in den Fragen der Mitbestimmung eben auch unter anderem der Mitbestimmung und des Arbeitsschutzes entsprechend auch einiges erreichen können, um sowohl den Anforderungen, die an uns gestellt werden,
Genüge zu tragen, gleichermaßen aber auch den Arbeitnehmern Genüge zu tragen, zugute zu kommen, dass dort entsprechend auch sie auf dem Weg mitgenommen werden. Was bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität? Ich habe 35 Jahre Berufserfahrung. 35 Jahre davon sind 13 Jahre Betriebsratstätigkeit. Davor war ich in der Kraftwerksplanung und habe dort auch unterschiedliche Evolutionsstufen von Technik erlebt, die auch immer dazu geführt haben, dass entsprechend Mitarbeiter neu geschult werden mussten, Teile von Belegschaft sich verändern mussten, weil sie in dem Betrieb, wo sie vorher tätig waren, eben nicht mehr tätig sein konnten. All diese Dinge gab es schon in der Vergangenheit und die gibt es auch heute. Und insofern kommt es bei dieser Situation, die wir entsprechend im Moment erleben, eben darauf an, dass sowohl Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Betriebsräte, Arbeitgeber, aber auch die Sozialpartner auf der tarifvertraglichen Ebene entsprechend über die Frage sprechen, wie man in den einzelnen Fällen mit Dingen und mit Dingen in der Arbeitswelt entsprechend umgeht. Wir diskutieren zurzeit gerade vor dem Hintergrund des Arbeitszeitgesetzes, das ist ja hier auch nochmal explizit angesprochen worden, als fünfter Punkt. Ich finde, manchmal habe ich den Eindruck, heute hier als fünfter Punkt, an anderen Stellen höre ich es immer als erstes. Insofern stellt sich die Frage, wie geht man mit der Arbeitszeit in unserer Gesellschaft um. Und unsere Kollegen, die die Düsseldorfer Leitsätze der CDU-Politik im Jahre 1949 aufgeschrieben haben, die haben dazu einen treffenden Satz entsprechend geschrieben. Die Dauer der Arbeitszeit ist so zu bemessen, dass dem Arbeitnehmer ausreichende Zeit zur Erholung und zur Teilnahme am kulturellen Leben zur Verfügung steht. Normalarbeitszeit, Pausen, Freizeit und Urlaub bedürfen gesetzlicher und tarifvertraglicher Regelungen nach Maßgabe neuzeitlicher wissenschaftlicher Erkenntnisse. Sonntage und gesetzliche Feiertage gelten als Ruhetage. Prägnanter kann man es meines Erachtens nicht ausdrücken. Die Themen sind heute genauso wie damals die gleichen. Und wir sollten daran arbeiten, dass wir all dem, was wir hier tun, eben wissenschaftliche Grundsätze auch zugrunde legen, wie das auch seit 1949 der Fall war, sodass wir eben auch in der Zukunft all dem, was wir machen, beispielsweise bei Arbeitszeitregelungen, auch fundierte Grundlagen als Basis unterfüttern. In diesem Sinne möchte ich hier erstmal schließen. Ja, Dank auch für diese Darstellung. Eigentlich geht es ja im Kern in dieser Frage um die Ausgewogenheit zwischen Sicherheit und Flexibilität. Es geht ja um die Frage, welche Sicherheit, jeder Mensch braucht Sicherheit, braucht auch einen Rahmen, in dem er sich bewegt, braucht Grenzen, muss wissen, wo wird man gefordert. Auf der anderen Seite ist die Flexibilität zwingend notwendig für den Betrieb. Wir haben das gehört. Dies stellt sich aus den unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich dar. Drei haben wir gerade gehört. Bevor ich hier Fragen stelle, frage ich, ob Sie Fragen haben. Nicht? Gut. Bitte schön. Christel Voss-Beckheiser. Guten Tag, Christel Voss-Beckheiser, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Bundestagsabgeordnete. Frau Bildhauer, Sie hatten, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgeführt, dass 80% der Mitarbeiter in Teilzeit mindestens einen Tag von zu Hause arbeiten. Ja? Nicht in Teilzeit, generell. Generell. Ja, in der Zeitarbeit. Wie sehen Sie, wie bewerten Sie das soziale Miteinander, eben das Kollegiale, das unter Kollegen, das hat ja auch einen sozialen Aspekt, den ich sehe, wenn wir bei allen Chancen und Vorteilen die Digitalisierung bietet, aber wie bekommen wir die soziale Partnerschaft, die uns ja sehr viel wert ist, wie bekommen wir das auch in der Arbeitnehmerschaft oder im gesamten Team dieser sozialen Partnerschaft aus Ihrer Sicht dabei weiterhin? Ja, also ich glaube, 80%, ein Tag von zu Hause, heißt ja auch im Prinzip 100%, mindestens 4 Tage
im Umfeld mit anderen Mitarbeitern. Und um das ganz kurz zu machen, ich bin der Meinung, wir sollten nicht ein jeder kann arbeiten, wann und wo immer er will Prinzip haben, sondern schon Rahmenbedingungen, die eben auch den Austausch miteinander und zwar auch den persönlichen Austausch, also den direkten physischen, nenne ich ihn mal, weil Sie können ja über Video sich auch gut persönlich austauschen, aber Sie können halt jemandem nicht die Hand schütteln oder wirklich mal ganz spontan vielleicht auch über das Wochenende sprechen am Kaffeeautomaten. Diese Möglichkeiten muss es weiterhin geben, aus meiner Sicht. Da eine entsprechende Flexibilität zu haben, dass ich eben beides unter einen Hut bekomme, das ist wichtig. Aber eine reine Telearbeit, wie das ja auch mal eine Zeit lang im Kommen war, dass man gesagt hat, ja, man kann eigentlich ausschließlich von zu Hause arbeiten, halte ich persönlich für eine Unternehmenskultur, wo ich ja auch Mitarbeiter für Veränderungen mitnehmen will, die immer schneller passieren, nicht für geeignet. Bitte schön, wenn Sie dann kurz den Namen sagen und wo Sie herkommen. Schön. Anne von Fallua, Kienbaum. Liebe Frau Dr. Bildhauer, noch mal eine Frage an Sie. Wie auch immer, Frage an Sie. Wenn Sie auf die heterogenen Arbeitszeitmodelle in Ihrem Unternehmen blicken und auf die Vielfältigkeit dessen, was so möglich ist, fehlen Ihnen gesetzliche Rahmenbedingungen oder sagen Sie, wir können das innerbetrieblich so miteinander abstimmen, dass wir innerbetrieblich die Rahmenbedingungen setzen, die wir für unser Unternehmen und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen? Letzteres, auf jeden Fall letzteres. Es fehlt keine Rahmenbedingungen, sondern wir können innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen die Möglichkeiten ausschöpfen mit dem Betriebsrat zusammen, indem wir Vereinbarungen treffen. Und dann beispielsweise auch, um auf das Gesundheitsthema zu kommen, im Rahmen von Gefährdungsanalysen, auch psychischen Gefährdungsanalysen, eben auch feststellen, wo gibt es eventuell Bedarf, wo man gemeinsam mit den Mitarbeitern und den Betriebsräten dann auch Lösungen für die Risiken finden muss. Schönen Dank. Sie hatten sich zuerst gemeldet. Und dann, ja, ich muss hier rein. Oder machen Sie und dann, bis Sie ans Mikrofon gekommen sind. Bitte schön, fangen Sie an. Ja, einen schönen guten Tag, meine werten Damen und Herren. Udo Krug, kleiner Betriebsrat vom GVS in Blankenburg im Harz. Ich freue mich über die Einladung erstmal. Das Zweite ist, ich habe den Eindruck, dass unsere CDU jetzt endlich mal wieder auf der Tagesordnung hat, dass wir gewisse Demokratiedefizite in der Bevölkerung haben, generell. Dieses kann man über die Sozialpartnerschaften, über Betriebsräte eigentlich auch ein wenig mildern, indem die CDU auch mal wieder feststellt, jawohl, wir leben für und mit der Sozialpartnerschaft. Wir können vielleicht auch mal auf Landes-, auf kommunaler, auf Bundeslandebene, auf kreislicher Ebene mal wieder an die CDU aufrufen, mit Betriebsräten zu sprechen. Früher war immer die Meinung Betriebsräte SPD, SPD-Betriebsräte. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Denn ich sag mal, bei diesem Demokratieerlebnis erleben können, dass Demokratie stattfindet, das fängt beim Ausgang aus der Schule und beim Lernen eines Berufes an. Und ich bin der Meinung, wir sollten dieses Instrument unbedingt wieder als CDU nutzen. Und da sehe ich auch eine gewisse Chance, über diese, ich sage jetzt mal Krücke, die Menschen wieder mehr für Demokratie, für Sozialpartnerschaften zu begeistern, indem sie wirklich Ansätze finden, mitwirken zu können. Und das ist auch heute mit hier mein Hauptthema, dass ich darauf hinwirken möchte, dass wir Mitwirkung von unten auch wieder als CDU möglich machen und leben. Erstmal danke. Das war jetzt keine Frage, Entschuldigung. Also es war fast ein Statement. Aber es war mir wichtig. Genau, und es gibt und, sicherlich und die Gelegenheit war günstig. Entschuldigung. Ja. Danke Ihnen sehr für den Hinweis und für die Worte. Bitte schön. Ja, mein Name ist Oskar Heer, komme von Daimler. Das ist ja vorher schon mal erwähnt worden von Herrn Kampeter. Erstmal vielen Dank, dass Sie das Thema aufgreifen, was wirklich dringend notwendig ist. Und genau da geht es mir auch darum, der Kampeter hat einige Themen angesprochen, die uns auch in der Industrie massiv berühren. Und vorhin ist es schon mal indirekt angeklungen. Wir haben beispielsweise vor kurzem eine neue Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossen, also insofern auch intensiv natürlich gemeinsam mit dem Sozialpartner zum Thema mobilen Arbeiten. Und genau dort haben wir heute immer noch oder nach wie vor das ganz große Problem, dass wir immer an dem Gesetzestext beziehungsweise auch an dem Tarifvertrag anecken, wobei auch dort eine sehr große Öffnung von den Tarifvertragsparteien ist.
Mir ist bisher eigentlich zu dem ganzen Thema nur die Diskussion bekannt, intensiv aus der Politik vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Stichwort Weißbuch 4.0 oder Arbeiten 4.0 und so weiter. Was mich dort massiv interessiert, da weiß ich jetzt nicht so genau, wen ich da ansprechen muss, ist die Frau Weiß, ist der Schieverling oder wer auch immer, ist die Frage, wo ist da die Positionierung der CDU oder CDU-CSU-Fraktion? Die kenne ich bisher gar nicht. Beispielsweise ist vorher ein Thema angesprochen worden, Experimentierräume. Und die Frau Nahles hat ja am 29. November auch das Thema 2 Jahre angesprochen. Ich persönlich, aus meiner Erfahrung heraus, sage, die 2 Jahre sind deutlich zu kurz. Wir müssen einen Experimentierzeitraum vielleicht von 4 Jahren oder so etwas machen, um überhaupt Erfahrungen im Sinne von Evaluationsmöglichkeit und so weiter zu bekommen. Aber mir ist nicht bekannt, wo ist zu all den Themen, Stichwort Arbeiten 4.0, wo ist die Positionierung der CDU-CSU-Fraktion? Die würde mich mal interessieren und vielleicht können Sie mir mal eine Aufklärung geben. Ja, herzlichen Dank. Sie sind Zeitzeuge eines solchen Prozesses. Denn genau dem dient dieser Kongress, um sozusagen den Aufschlag in der Frage der Arbeitswelt zu machen. Wir haben ihn bereits gemacht im Bereich aus Sicht der Wirtschaft. Mit all der Frage der Technisierung, mit all den Fragen, die sich dahinter bewirken. Aber die Frage der Auswirkungen auf die Arbeitswelt, welche Konsequenzen hat das für uns? Da sind wir jetzt dran. Das Weißbuch 4.0 wird ja das Kabinett irgendwann erreichen und spätestens dann beschäftigt sich das Parlament damit. Und dann werden wir uns zu der Frage positionieren. Aber dem dient auch diese Veranstaltung dazu. Und das ist ein Spannungsbogen, in dem wir uns befinden, zwischen den Themen, wir haben ja gleich noch 2 andere Diskussionsrunden, bei den Themen, wo es um Spannung zwischen Sicherheit einerseits und notwendiger Flexibilität, das ist nicht ganz so einfach, und dahinter stecken ja auch unterschiedliche Gesichtspunkte der beiden Tarifpartner, Sozialpartner, und da müssen wir als Politik sehen, wie kriegen wir das miteinander zusammengebracht, mit dem Ziel, als Volkswirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben und die Arbeitnehmer mitzunehmen und sie auch daran teilhaben zu lassen, in jeder Hinsicht, sowohl von der Mitbestimmung als auch von ihren wirtschaftlichen Vorteilen. Und insofern warten wir mal ab, vielleicht kann ich Ihnen mehr sagen am Ende des Kongresses. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, mein Name ist Finkelnburg, ich komme vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. Ich habe 2 Fragen an Professor Dr. Windemuth. Das erste ist, es wird ja viel debattiert über die Unterbrechung der 11-stündigen Ruhezeit und ob es da Möglichkeiten gibt, davon abzuweichen. Sie selber haben betont, dass das Unfallrisiko in solchem Fall steigt. Gibt es Möglichkeiten, eine Art Ausgleich dafür zu schaffen? Also wenn man unterbricht, dass man durch verstärkte Ruhezeiten am nächsten Tag oder durch präventive oder postpräventive Maßnahmen sozusagen dieses Risiko wieder senkt und einen Ausgleich findet, obwohl man unterbrochen hat. 2. Frage, gibt es Statistiken über das Unfallrisiko im Homeoffice? Weil das ja nun auch ein Thema ist, die Arbeitssicherheit im Homeoffice, die Standards, die Frage der Arbeitsstunden etc. Haben Sie dafür schon mal eine Untersuchung gemacht? Ich gebe Ihnen das gleich, die Fragen weiter. Bitte schön, Herr Windemuth. Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Das Thema Ruhezeit ist jetzt rein wissenschaftlich betrachtet das größte Fragezeichen eigentlich. Es gibt keine Studien, die sagen, bei 11 Stunden ist das Risiko, Unfallrisiko deutlich geringer als bei 10 Stunden. Es gibt eine logische Erklärung dafür, nämlich eindeutig ist, Menschen brauchen etwa 8 Stunden Schlaf. Wenn Sie jetzt mal Fahrzeiten und private Erledigungen abrechnen und Sie sind bei 9 Zeiten, wie es ja im Moment im Gespräch ist, Ruhezeit, dann müssen Sie am Schlaf sparen. Das wiederum ist gut belegt, dass reduzierter Schlaf einfach mit erhöhtem Risiko für Unfälle einhergeht, aber auch für Produktionsfehler und gesundheitliche Probleme und so weiter. Insofern ist diese Zahl 11 Stunden plausibel. Sie ist nicht belegt. Und deshalb, glaube ich, müssen wir hier tatsächlich die gelebte Praxis evaluieren. Nicht jetzt erst Räume schaffen, sondern wirklich die gelebte Praxis, die wir ja in den Betrieben schon haben, evaluieren und prüfen, was ist da los. Ob es
eine Ausgleichsmöglichkeit gibt, kann man konsequenterweise auch nicht beantworten, die Frage, weil es dazu keine Informationen gibt. Auch dort gibt es ja die Praxis schon seit vielen Jahren, dass man bei überlangen Schichten, also 12-Stunden-Schichten zum Beispiel, kompensieren muss, zum Beispiel durch die Gesundheitstage. Das ist nie als effektiv belegt worden. Ich glaube, das hat manchmal auch so ein bisschen, ganz klein bisschen so einen Alibi-Charakter. Klar ist allerdings zum Beispiel bei dauerhaften 12-Stunden-Schichten haben Sie, egal ob Tag oder Nacht, haben Sie ein deutlich erhöhtes Unfallrisiko und belegte Ausgleichsmöglichkeiten gibt es dazu nicht. Meines Wissens, um zur zweiten Frage zu kommen, ist das Unfallrisiko im Homeoffice nicht untersucht. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, weil Sie gar keine sauberen Daten bekommen können. Aber möglicherweise gibt es, ich weiß nicht, ob Sie Studien kennen, mir sind keine bekannt dazu. Tut mir leid, da haben wir, glaube ich, nichts. Ja, herzlichen Dank. Ich schaue mal und frage, ob es weitere Fragen gibt. Bitte schön. Wolf-Dieter Lukas, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich möchte genau da einhaken. Wir wissen ja, dass mittlerweile, wenn man von der Industriearbeit ausgeht, dass der Industriearbeitsplatz sicherer ist als die Küche zu Hause. Aber die Frage, wie gehen wir jetzt mit diesen neuen sozusagen Arbeitsplätzen um? Und die Frage, wo finden wir ein Maß? Ich glaube, das Forschungsministerium beschäftigt sich genau mit den Fragen. Wenn Sie sehen, da draußen liegt auch so ein Programm, machen wir ein bisschen Werbung für unser Programm Zukunft der Arbeit, weil wir genau solche Fragen stellen wollen. Und die Frage jetzt an Sie, vielleicht Frau Bildhauer, wie finden wir und wie finden Sie in Ihrem Unternehmen das richtige Maß? Was Beschäftigte wollen, sind noch zwei Dinge. Erstmal eine gewisse Ordnung, einen Ablauf. Das wollen alle Menschen. Den klassischen Ablauf, Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Wir wollen alle Ordnung. Und das Zweite, was wir wollen, ist Freiheit. Und das passt nicht zusammen. Und das alle haben wir in unserem Alltag auch. Aber die Frage, wie finden wir das optimale Maß und wie muss es jedes Unternehmen finden oder können wir nicht, und da denke ich auch ein bisschen an die Wissenschaft, können wir da auch nicht sozusagen Handreichungen geben? Wir haben sehr viel Erforschung vom klassischen Industriearbeitsplatz und die Gewerkschaften sagen uns heute, was, ihr wollt jetzt das Fließband abschaffen mit Industrie 4.0? Da sage ich, aber das wolltet ihr doch. Ja, aber das ist dann die Ordnung weg. Also Frage, wie gehen wir mit diesen Prozessen um? Wie finden wir sozusagen diese Flexibilität von Herrn Kampeter? Also weniger Ordnung. Und wo findet sich da der Mitarbeiter? Und wie können wir da angehen? Vielleicht können Sie auch Anregungen auch für Forschungsaufgaben geben. Vielen Dank. Ja, das Letzte haben Sie nicht umsonst gesagt. Das wird Auswirkungen haben. So, wer wollten Sie gerne? Fangen Sie an, Herr Winnemuth. Ja, danke. Ja, ich glaube, in zwei Dingen sind sich die meisten oder fast alle einig. Zum einen, wir wollen und dürfen natürlich die wirtschaftliche Entwicklung in keiner Form behindern und wir wollen kein Gesundheitsrisiko. Wie das im Einzelnen gestaltet wird, das können, glaube ich, wirklich nur die Sozialpartner im Betrieb machen, die das konstruktiv regeln müssen. Wirklich auch genau mit der Zielsetzung, der Mensch steht im Mittelpunkt, die Wirtschaft muss aber gefördert werden. Ich glaube, das ist absolut allen klar. Wir brauchen in den Betrieben dafür, glaube ich, Angebote, Hilfen, ganz konkrete Modelle, die wir einsetzen können, wie wir es auch bei vielen anderen Dingen haben zum Thema, wie kriegen wir Fairness in die Betriebe rein, wie kriegen wir E-Mail-Konvention so transportiert, dass weniger E-Mails entstehen, wie kriegen wir Informationen in den Betrieben so dargestellt. Und da müssen wir tatsächlich auch hier Regelungen treffen, wie kriegen wir die Prävention in den Betrieb rein, indem wir am Prozess der Produktion anfangen. Zum einen ganz wichtig und zum anderen, indem auch immer klar ist, die Prävention ist nicht etwas, was wir zusätzlich auch noch machen, sondern was ein integraler Bestandteil in allen Prozessen ist. Und da müssen wir darauf achten. Und das kriegen aus meiner Warte bei der Heterogenität der Tätigkeiten, die wir in den Betrieben haben, kriegen wir nur hin, wenn die Sozialpartner ganz eng zusammenarbeiten. Frau Wildhauer. Ja, danke. Den kann ich eigentlich nur hundertprozentig zustimmen. Zum einen. Zum anderen glaube ich, dass es wirklich ganz, ganz massiv auch Unterschiede gibt, je nach Tätigkeitsfeldern, die sie haben, also Rollenprofilen, die sie haben, wie Menschen arbeiten, ob sie einen Vertrieb haben oder in der Produktion arbeiten oder im Callcenter, im Servicecenter, sind die Anforderungen einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich spielt eine große Rolle, ob der Mitarbeiter sich die Freiheit nehmen möchte, Donnerstag Nachmittag mit seinem Partner auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, statt am Samstagvormittag, wo alle da sind.
und dafür den Samstagvormittag dann arbeitet oder ob das Unternehmen vorgibt, wir haben Schichtdienste oder ähnliches. Und da glaube ich auch wiederum, kann man innerhalb der Unternehmen wirklich gut mit den beiden Parteien, die ja beide, wie Sie schon sagten, das gleiche Ziel eigentlich haben, die Lösungen finden. Und ich denke auch, dass man über gezielte Gefährdungsbeurteilungen und Studienanalysen auch mal gucken muss, was, also diese Ruhezeiten, 11 Stunden, wie Sie sagten, die gehen von einem vorherigen 8-Stunden-Tag aus, gehe ich mal davon aus, also ohne, dass das vielleicht explizit gemacht wird. Was ist, wenn ich jetzt nach dem Mittagessen sage, ich nehme jetzt Familienzeit und gehe dafür dann abends noch mal arbeiten, virtuell von zu Hause aus. Das sind ja ganz andere Situationen, wo wir, glaube ich, noch gar keine Erfahrungen gesammelt haben. Und die können wir aber im Betrieb sammeln, wenn wir gleichberechtigte Partnerschaften auch haben. Wir haben ja heutzutage eine ganze Reihe von unterschiedlichen Betriebsvereinbarungen in den Betrieben, die Arbeitszeitmodelle zu 100-fach entsprechend in den einzelnen Betrieben gestalten. Und ich finde schon, dass man über die Frage Experimentierräume auch entsprechend darüber nachdenken sollte, ob wir mal diese Arbeitszeitmodelle, die ja auch unterschiedliche Ruhezeitenregelungen möglicherweise beinhalten, je nachdem, wo sie entsprechend auch geschlossen sind, entsprechend auch wissenschaftlich basiert mal durchleuchten und schauen, welche Ansätze dort für die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten drin sind welche dort am wirtschaftlichsten entsprechend auch für die Betriebe sind. Grundsätzlich hat die Arbeitszeitregelung aber einen Aspekt, der über das tarifliche Maß hinausgeht. Es ist eine Gesetzgebung, die alle Beschäftigten in Deutschland unter dieses Arbeitszeitgesetz stellt, und zwar diejenigen mit Tarifverträgen, aber auch diejenigen ohne Tarifverträge. Und insofern muss man eben auch dafür achten, dass man zukünftig auch in Zukunft eben die Leitplanken hat, die notwendig sind, dass eben Arbeitszeit nicht ausufert. Und wenn wir über die 11 Stunden reden, so reden wir ja über die Frage der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten und über die Frage, welches Maß an Ruhezeit gebe ich denen zur Verfügung, den Beschäftigten zur Verfügung, um am nächsten Tag genauso leistungsfähig wieder anzutreten, wie sie am letzten Tag ebenfalls in den Betrieb gegangen sind. Und das spielt dabei eine ganz erhebliche Rolle. Und insofern geht es bei allen Arbeitszeitdiskussionen, die wir in den Betrieben ja führen oder in den Betrieben, die in den Betrieben geführt werden, um die Frage, welches Leistungsvermögen haben Beschäftigte und welche Anforderungen haben Arbeitgeber an die Beschäftigten. Und beides führt meines Erachtens bei den gesamten Betriebsvereinbarungen, die geschlossen sind, zu den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen eben dazu, dass man einen vernünftigen Ausgleich auf den Betrieb bezogen entsprechend macht. Und da wird es Unterschiede geben. Und deshalb hat die Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion auch vorgeschlagen, genau diese ganzen Arbeitszeitmodelle vor diesem Hintergrund mal zu beleuchten. Welche sind leistungsfördernd? Welche sind schutzwürdig oder welche haben den höchstmöglichen Schutz für die Beschäftigten? Da haben wir einen Riesenpool, in dem man bereits forschen kann, ob man einen Experimentierzeitraum für 2 Jahre machen muss. Das ziehe ich noch in Zweifel. Es ist auch ein Ansatz, der allerdings auch so verfolgt wird vom BMAS, so habe ich es zumindest verstanden, dass man gleichzeitig die Bundesagentur für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eben auch beauftragt, wissenschaftliche Studien zu der Entwicklung, die dann in den 2 Jahren entsprechend vorgenommen werden, zu machen, um dann auch zu sagen, das ist sinnvoll und das ist nicht sinnvoll. Und insofern unterscheiden sich diese beiden Ansätze, BMAS und das, was die Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt hat, in dem Punkt, dass wir sagen, es sollte eben auf das zurückgegriffen werden, was es schon gibt und man muss nicht einen neuen entsprechenden Tatbestand aufmachen. Ja, herzlichen Dank. Ich würde jetzt gerne diese Gesprächsrunde beenden, weil der bedeutende Hinweis gefallen ist, dass jeder Mensch Ordnung und Struktur braucht und dazu gehört in der Mitte des Tages das Mittagessen. Da steht in Form einer bescheidenen Suppe, nicht die wir uns eingebrockt haben, sondern die wir zu uns nehmen können. Draußen lassen Sie mich dieses abschließen mit einem herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer, Ihnen, Frau Bildhauer, Ihnen, Herrn Windemuth, schönen Dank und Uwe Lagowski für die Ausführungen, für die Impulse.
Ich vermute, die Frage der Arbeitszeit und der Frage von Tarifverträgen, die Frage der Ordnung, die wir gesetzgeberisch am Arbeitsmarkt unter dem Eindruck von Digitalisierung machen werden, wird höchst unterschiedlich sein, weil wir nämlich eins nicht mehr haben werden, wie im 19. und 20. Jahrhundert, eine Gleichschrittentwicklung in allen Branchen. Die Digitalisierung beim Friseur wird möglicherweise eine andere sein als bei der Industrie. Und insofern müssen wir auch genau hinschauen, wer ist wo, an welcher Stelle, wie betroffen. Und gleichwohl müssen wir unter dem Aspekt von Sicherheit und Struktur, glaube ich, diese Fragen nochmal aufgreifen. Herzlichen Dank dafür und auch für die Teilnahme. Ich möchte ohne lange Vorreden einleiten zum Podium 2. Weiterbildung 4.0, Arbeit im Wandel, und möchte Ihnen kurz vorstellen meinen Kollegen Stefan Stracke. Stefan Stracke ist Vorsitzender des Arbeitskreises 4 der CSU-Landesgruppe und Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Er wird das jetzige Podium moderieren und auch die Teilnehmer entsprechend vorstellen. Lieber Stefan, du hast das Wort. Herzliches Dankeschön, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie nach der Mittagspause wieder so zahlreich und vor allem gestärkt hier wieder in diesem Saal erschienen sind und dass wir jetzt gemeinsam auch diskutieren wollen zum Thema Weiterbildung 4.0, Arbeit im Wandel. Wir haben auch hier ein hochkarätiges Podium zusammengestellt, das zunächst einmal miteinander diskutieren will und dann möglichst schnell natürlich mit Ihnen ins Gespräch kommen will. Ich darf zunächst auf Ihre rechte Seite verweisen. Ich beginne hier mit meiner Kollegin Antti Letzius, Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bundestag und natürlich Fachfrau rund um das Thema Weiterbildung. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Antje. Ja, wir können da schon noch üben, habe ich den Eindruck. Genau. Dann kommen wir weiter mit Herrn Dr. Dieter Bogai, auch hier zu Ihrer rechten Seite, Mitarbeiter des regionalen Forschungsnetzwerks, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Berlin-Brandenburg. Herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dann wechseln wir auf meine andere Seite hinüber zum Dr. Volker Born. Er ist Leiter der Abteilung Berufliche Bildung beim Zentralverband für Deutsches Handwerk. Das Handwerk ist wie immer gut vertreten. Schön, dass Sie da sind. Last but not least, Herrn Wilhelm Oberste Beulmann, Vizepräsident des Bundesverbands der Dienstleistungswirtschaft und natürlich Vorsitzender der Geschäftsführung der Staat Zeitarbeit NRW GmbH und Vizepräsident des Bundesarbeitgeberverbandes des Dienstleistungspersonaldienstleister BAP. Also eine wunderbare Vielfalt an Funktionen und Aufgaben. Herr Oberste Bollmann, grüß Gott. Ja, wir wollen uns gemeinsam das Thema Weiterbildung anschauen und widmen. Es geht ja hier vieles um lebenslanges Lernen, um die Weiterbildung. Gut ausgebildete Fachkräfte sind ja letztlich die Stärke unseres Wirtschaftssystems und die berufliche Bildung lebt ja davon, dass sie die Brücke formuliert zwischen dem allgemeinen Schulsystem und dem Beschäftigungssystem. Und wir haben ja hier durchaus auch Veränderungen, eine stark gestiegene Studierneigung auf der einen Seite und aufgrund des demografischen Wandels natürlich auch einen spürbaren Fachkräftemangel. Oftmals beschrieben als Passungsprobleme zwischen denen, die suchen nach Arbeitsplätzen und die Bewerber auf der anderen Seite. Und deswegen geht es dann oftmals um die Stärkung der beruflichen Bildung, aber natürlich dann auch um die Weiterbildung, lebenslanges Lernen als Stichwort. Und hier zunächst meine erste Frage an Herrn Dr. Bogai. Wie würden Sie sich denn die Rahmenbedingungen eigentlich vorstellen, insbesondere aus Sicht der Forschung, für Weiterbildung, für lebenslanges Lernen? Was halten Sie da für die Schwerpunkte? Ja, vielen Dank, hier an dieser Anhörung teilnehmen zu dürfen. Also, wenn man sich anschaut, wie die Weiterbildung in Deutschland organisiert ist, muss man feststellen, dass sie sehr unterschiedlich verteilt ist. Also man kann von einer Segmentation sprechen. Es sind eher die Männer mit längeren Beschäftigungszeiten, die also stärker an der Weiterbildung teilnehmen. Frauen, Teilzeitbeschäftigte, nicht normal Beschäftigte haben eigentlich wenig, werden wenig weitergebildet und haben wenig eine Chance,
diese zu bekommen. Also wäre meine erste These, dass man die Zugangschancen zur Weiterbildung verbreitert. Und hinzu kommt die Frage der Transparenz der Weiterbildung. Wir haben eigentlich schon eine ganze Menge Player in dem System, aber es ist recht unklar, mit welcher Qualität die arbeiten und was da eigentlich bei herauskommt, was auch am Arbeitsmarkt dann akzeptiert wird. Und hierzu wäre es notwendig, eine Bestandsaufnahme zu machen, die diese Landschaft transparent macht und auch dazu führt, dass informelles Lernen stärker berücksichtigt wird. Also das ist eine lange Diskussion, die schon also seit 2 Jahrzehnten anwährt und bisher immer noch zu keinem Ergebnis gekommen ist, die aber notwendig ist, damit die Individuen und die Betriebe eigentlich auch wissen, wo sie sich orientieren, woran sie sich orientieren können. Das wäre es von mir. Vielen herzliches Dankeschön. Oberste Bollmann, der Bereich Dienstleistungswirtschaft, aber auch natürlich im Bereich der Zeitarbeit. Welchen Stellenwert hat denn hier die Weiterbildung und welche Maßnahmen fahren Sie, um hier eine umfassende Weiterbildungsstrategie auch tatsächlich zu leben? Ja, vielen Dank. A, dass ich hier sein darf und B, dass ich so ein bisschen aus der eigenen Perspektive des Unternehmens berichten darf und zusätzlich natürlich auch aus den beiden Verbänden, die ich hier vertrete. Zu Ihrer Frage konkret, in der Personaldienstleistung und das ist nicht nur in der Zeitarbeit, auch in anderen Bereichen, haben wir seit langem das Thema Weiterbildung natürlich sehr hoch aufgehängt, sehr offen diskutiert. Wenn Sie sehen, dass wir ja auch auf Personengruppen zurückgreifen müssen, die nicht immer das Qualifikationsniveau haben, was einfach der Betrieb auch benötigt. Das heißt, wir müssen versuchen, zu jedem Zeitpunkt das richtige Personal auch an der richtigen Stelle einzusetzen, dass auch die Tätigkeit ausgeführt werden kann. Wir haben alleine in der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeit hier nicht nur einen Ausbildungsberuf für unsere internen Mitarbeiter kreiert, die Weiterbildung darauf aufgebaut, sondern wir haben auch jetzt Block, dass wir Helfertätigkeiten, Geringqualifizierte bei 3 Stufen zum Facharbeiter führen wollen. Das heißt, wir versuchen so innerhalb von 30 Monaten diese Personen dann von der einfachen Tätigkeit über mehrere Stufen, die auch dann zertifiziert werden in der Zwischenzeit, zur externen Prüfung, also zum reinen Facharbeiterbrief zu führen. Das hat uns dazu geführt, dass wir gedacht haben, dass wir auch in der Thematik Regulierung der Zeitarbeit gerade das Thema Langzeitqualifizierung als Ausnahmetatbestand kriegen. Das ist ja leider nicht der Fall, sondern wir müssen jetzt natürlich versuchen, die Mitarbeiter einfach dann zu qualifizieren, wenn es notwendig ist. Wir müssen versuchen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen natürlich in dieser kurzen Zeit versuchen zu qualifizieren. Das wird aber nicht bis zum Abschluss gehen. Also das wird nicht klappen, weil einfach natürlich der Kunde auch dann am Ende erwartet, wenn wir schon auf seine Belange hin qualifizieren, ausbilden, dass das Personal auch dauerhaft einsetzen kann. Gut, jetzt müssen wir mit dieser Thematik leben. Wir hoffen, dass wir vielleicht in Zukunft auch die ein oder andere vielleicht Veränderung erreichen können. Zurzeit ist es ja nicht der Fall. Das machen wir, aber wir haben ja nicht nur, eine Branche. Wir haben ja verschiedene Branchen, wo wir auch schauen müssen, welches Personal kriegen wir. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir in vielen Regionen Deutschlands Fachkräftebedarfe haben. Das heißt, wir müssen zum Teil rekrutieren, auch aus der Arbeitslosigkeit, aus der Langzeitarbeitslosigkeit und müssen die Person erstmal dahin bewegen, dass sie auch wieder sich auf die Schulbank setzen, dass sie bereit sind, auch diese Qualifizierungsmaßnahmen anzugehen. Und das ist für den, der lange raus ist, nicht gerade einfach. Das heißt, das Thema Motivation für den Personenkreis ist aus meiner Sicht sehr, sehr hoch. Wir müssen sie mitnehmen, wir müssen sie begleiten. Das hat nicht nur zeitliche Aufwände, auch doch enorme finanzielle Aufwände. Und vielleicht ein Satz noch dazu. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, tu Gutes und rede drüber.
Das ist aber in der Vergangenheit so nicht gemacht worden. Seit einigen Jahren, wo wir diese Dinge auch verfestigt haben, da wird erstmal klar, was alleine gerade in der Personaldienstleistung, in der Zeitarbeit und auch in anderen Bereichen für, ich sag mal, Dinge umgesetzt werden, für Maßnahmen ergriffen werden, wo investiert wird in einem exorbitanten Maße, um überhaupt das Personal der Zukunft noch zu bekommen. Da müssen wir in Zukunft noch viel, viel mehr tun. Ich glaube, noch viel, viel weiter auch schauen, dass wir nicht nur über das jetzige Potenzial reden, sondern vielleicht auch noch über das Potenzial, das uns der Flüchtlingsmarkt auch dann noch bringt. Ja, Sie haben über das Potenzial der Zukunft gesprochen. Da spielen ja auch die Schulen eine entscheidende Schlüsselstellung. Wie beurteilen Sie denn, Herr Oberste Bollmann, eigentlich dann die Berufswahlvorbereitung in den Schulen? Ja, ganz aktuelles Beispiel. Ich nehme zweimal im Jahr, gerade in meinem Heimatort oder im erweiterten Heimatort, ich komme aus Bochum, auch an sogenannten Berufsauswahlprozessen teil. Ich nehme an Vorbereitungsdingen teil. Was mir da im Augenblick allerdings nicht so, was mir nicht so gefällt ist, dass teilweise diese Maßnahmen an einem Samstag stattfinden oder auch am Abend stattfinden. Das sind Pflichtveranstaltungen. Und Sie können sich vorstellen, mit welcher Intention samstags morgens so die Schüler der Klasse 10 und 11 dann erscheinen. Da muss man schon aktiv eingreifen, um sie überhaupt mitzunehmen. Ich mache das auch nicht alleine, sondern ich nehme immer eine Auszubildende oder einen Auszubildenden mit. So nach dem Motto, dem Alten, der kann viel erzählen, dem glaubt man sowieso nichts. Aber wenn praktisch so eine junge Dame, ein junger Mann da sitzt, dann aus der eigenen Erfahrung berichtet, dann ist das gut. Ich habe mal vorgeschlagen, ob man nicht eigentlich auch in den Schulen mal so Zeitblöcke bekommt. Es muss keine 2 Stunden sein, aber Zeitblöcke von einer halben Stunde, um vielleicht dann mal aktiv zu berichten. Und wir haben genügend Vertreter aus der Wirtschaft, aus dem Handwerk, aus der Dienstleistung, die auch bereit wären, das zu tun. Aber dann könnte man das viel, viel besser noch mal steuern und auch auf die Dinge hinweisen. Herzliches Dankeschön, das Thema Übergänge, aber natürlich auch die Frage, wie können wir Anreizsysteme eigentlich gerade für die Weiterbildung so setzen, dass sie dann auch von Arbeitnehmern und auch Arbeitgebern entsprechend angenommen werden, Herr Dr. Born. Wie ist denn hier der Ansatz des Zentralverbands des Deutschen Handwerks in dem Bereich? Und wie beurteilen Sie denn eigentlich auch diese Allianz für Aus- und Weiterbildung zwischen Bund und Ländern, die man hier geschmiedet hat? Was gibt es denn da für Zwischenergebnisse aus Ihrer Sicht denn letztlich zu verzeichnen? Das ganze Thema spielt ja nicht nur auf Bundesebene, sondern hat ja Ausstrahlungswirkung in die Länder hinein. Es sind auch ganz maßgebliche Akteure, die Kommunen und viele mehr. Also wie schaffen wir es eigentlich hier, möglichst Anreize zu setzen, alle auch mitzunehmen mit der gleichen Zielrichtung? Ja, vielen Dank. Die Sicht des Handwerks. Wir haben heute einen Punkt mehrfach gehört, das war der Punkt Flexibilisierung. Wenn wir über die Frage diskutieren wollen, wie können Anreize geschaffen werden für Unternehmen und für Arbeitnehmer, dann muss man sehr stark unterscheiden, insbesondere im Hinblick auf das Generalthema Digitalisierung, das wir heute ja auch hier vor uns haben, dass das in den Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet wird und sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt wird. Wir hatten heute hier auch einen Vertreter der Automobilindustrie. Wenn ich jetzt von der Handwerksperspektive ausspreche, dann spreche ich von Unternehmen, die im Durchschnitt 5 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, die sehr nah am Kunden dran sind und wo die Kundenbedürfnisse sehr, sehr maßgeblich sind. Wo wir auch zum Beispiel im Baubereich eine Auftragslage von Planbarkeit, Auftragslage von 6 bis 9 Monaten haben. Da ist es nur sehr, sehr schwer umzusetzen, mit Maßnahmen und Programmen zu agieren, die man in großen Industriebetrieben auch fahren kann mit sehr standardisierten Arbeitsprozessen. Das heißt also, wenn man Anreize schaffen will, dann muss man die Anreize so gestalten, dass sie flexibel umgesetzt werden können. Und da ist heute ein zweiter wichtiger Punkt gefallen. Das kann idealerweise von den Betrieben mit im Zusammenspiel mit den Arbeitnehmern vor Ort ausgestaltet werden. Deswegen eine Stärkung der Sozialpartnerschaft ist hierfür, wenn ich jetzt ordnungspolitisch an das Thema herangehe, sehr, sehr zentral. Und das spielt runter bis, nehmen wir das zentrale, ein zentrales Instrument, Anreiz zu setzen, das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, was ja in diesem Jahr durch den Bundestag gegangen ist.
sogenannte Meister-BAföG. Hier muss es zum Beispiel möglich sein, dass ich als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nicht einen Lehrgang von Anfang bis Ende an einem Stück durchführe, sondern dass ich den auch in einzelnen Bestandteilen durchführen kann, bis ich zur Prüfung für diese Fortbildung hingeführt werde. Das muss ich aber auch fördertechnisch abbilden können. Das heißt also, sowas muss auch entsprechend unterstützt werden können. Das ist ein kleines Beispiel für Flexibilisierung, die sich in anderen Betrieben, in größeren Formen ganz anders daraus gestaltet. Deswegen nochmal der Hinweis Sozialpartnerschaft, um die Flexibilität vor Ort entsprechend ausgestalten zu können. Zweiter Punkt Ihrer Frage, Allianz für Aus- und Weiterbildung, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man nicht über staatliche Regulierung und über eine zentrale Institution wie die Bundesagentur für Arbeit bis in die Vorgaben, wer darf wann welche Fortbildung in meinem Betrieb machen, vorgebe, sondern dass ich eine Institution habe wie diese Allianz, wo alle zentralen Bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Akteure an einem Tisch sitzen. Und das ist wirklich neu, weil der Vorläufer war der sogenannte Ausbildungspakt. Dort saß weder die KMK noch die Gewerkschaften mit am Tisch. Und unter anderem das Handwerk hat sich auch für die Gewerkschaften stark gemacht. Wir haben bisher vorrangig Themen diskutiert, die die Ausbildung betreffen, wie ein einheitliches Beschwerdemanagement, was durch die Kammern vor Ort ausgestaltet werden kann. Das war ein Anliegen der Gewerkschaftskollegen. Wir haben ein sogenanntes Vier-Wellen-System in die Wege geleitet, wie man Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, bis nach dem regulären Beginn, was ja in der Regel der 1. September eines Jahres ist, eines Ausbildungsjahres, auch noch Vermittlungsaktivitäten und Aktionen gestaltet. Aber ich glaube, dass die Allianz für Aus- und das Schöne, finde ich, Aus- und Weiterbildung ja mittlerweile, dass wir das Thema Weiterbildung viel stärker adressieren. Wir werden im Jahr 2017 in der Allianz das Thema, wie können wir die Weiterbildung stärken. Und hier ist ein Begriff, den ich mich insbesondere freue, dass er durch die CDU-CSU im Bundesfachausschuss für Bildung, Forschung und Innovation geprägt worden ist, das Thema höhere Berufsbildung. Wir müssen die Aufstiegsfortbildung weiterentwickeln, damit sie in Zukunft als attraktive Alternative im Part zur Hochschulbildung auch wahrgenommen wird. Und das ist eine zentrale Hausaufgabe, der wir uns im Jahr 2017 auch widmen wollen. Herzliches Dankeschön. Ich komme zu meiner Kollegin Angeletius. Du warst ja vor deiner Zeit als Abgeordnete, kommst ja aus dem Mittelstand, warst Unternehmerin, weißt deshalb auch aus unmittelbarer Anschauung, wie notwendig es ist, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Was sind denn aus deiner Sicht eigentlich die Anreizsysteme oder die Möglichkeiten, die Politik hat, um die duale Weiterbildung in dem Maße auch zu stärken, wie es notwendig wäre? Was sind da die Ansätze? Und mit dem Blick auf das, was Bundesarbeitsminister Nahles ja so formuliert hat, dem Umbau der Arbeitslosenversicherung hin zu einer Arbeitsversicherung, wie denn das beurteilt wird von deiner Seite? Ja, erstmal herzliches Willkommen von mir auch. Und wir diskutieren hier Arbeit der Zukunft und wenn ich Ihnen sage, das war ein Thema für mich, Motivation, mich mit Politik zu beschäftigen und in die Politik zu gehen. Auch die Gestaltung des demografischen Wandels. Und ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden und wir haben ja gerade eben gehört, dass auch die meisten Unternehmen in unserer Wirtschaft kleinere und mittlere Unternehmen sind. Und ich kenne das also sehr gut, was die Unternehmen tagtäglich und die Unternehmer und die Arbeitnehmer tagtäglich zu leisten haben. Und ich habe einen Veränderungsprozess mitbekommen, solange eigentlich ich lebe, war das Familienunternehmen 85 Jahre und wir mussten mehrere Veränderungsprozesse mitgehen. Und deswegen freue ich mich, dass wir dieses Thema als Dialogprozess in der CDU diskutieren und
Es wurde auch angesprochen, Herr Kampeter ist jetzt leider nicht mehr da. Ich möchte gerne, dass wir diesen Veränderungsprozess auch als eine Chance betrachten und nicht nochmal, natürlich kommen Risiko mit diesem Veränderungsprozess, aber ich wünsche mir, dass wir auch den Begriff in der Gesellschaft, was ist denn Arbeit, nochmal vielleicht neu denken und neu definieren. Und das möchte ich natürlich gerne mit der Gesellschaft machen, mit der Politik und mit der Wirtschaft. Und Bildung ist bei uns ein Grundrecht. Und es wurde auch die Frage gestellt, sollten wir auch Weiterbildung gesetzlich regeln? Wie stehen wir dazu? Und du hast eben angesprochen, dass das Weißbuch und auch die Situation, brauchen wir eine Arbeitssicherung, und da bin ich also nicht so der Meinung wie unsere Ministerin. Und mir ist es wichtig, lebenslanges Lernen, das muss nicht nur ein Muss sein, sondern ich würde mir wünschen, dass die Weiterbildung etwas ist, das man also gerne macht und nicht nur, dass es ein Muss ist. Herzliches Dankeschön. Wir haben jetzt diese Themenpalette andiskutiert hier auf dem Podium, und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir diese Diskussion vertiefen wollen mit Ihren Ideen, mit Ihren Anregungen, aber auch mit Ihren Fragen hier an die Podiumsteilnehmer. Und ich schlage vor, dass Sie jetzt zu Wort kommen, und bitte doch um Ihre Fragen, um Ihre Anmerkungen. Am einfachsten ist es, wenn es mit Fragen zu tun hat, dass Sie dann Ihren Namen noch vorneweg sagen und an welchen der Podiumsteilnehmer diese gehen sollte. Und ich bitte jetzt einfach mal Feuer frei. Ich bin mal schon sehr gespannt, wer als Erster hier sich meldet. Jawohl, ich sehe schon einen Tapferen. Genau, bitteschön. Zwei sogar, genau, super. Ja, Groß Albenhaus ist mein Name, vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel. Das ist eine Frage an diejenigen, an Herrn Burger, glaube ich, vielleicht am ehesten, oder auch an Frau Letius. Wenn wir über Weiterbildung sprechen, stellen wir immer wieder fest, dass eine große Schwierigkeit darin besteht, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, was eigentlich die richtige Weiterbildung für das Unternehmen ist und die richtige Weiterbildung auch für den Mitarbeiter ist. Ich glaube, dass wir wenn wir über Digitalisierung sprechen, ja in einem Bereich sind, der für viele noch solches Neuland ist nach wie vor und mit einer solchen kurzen Halbwertszeit von Wissen ausgestattet ist, dass hier es sehr schön ist, wenn die Politik oder auch die Sozialpartner sagen, ja, wir möchten das in Manteltarifverträge etc. überall reinschreiben. Wir wissen überhaupt nicht, wer soll eigentlich überhaupt beraten dahin, wie man sich weiterbildet. Gibt es da Initiativen oder wie stellen Sie sich das vor, dass man dieses lebenslange Lernen eigentlich organisiert? Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, wir nehmen Sie auch gleich dazu, wenn Sie gerade so günstig dastehen. Das ist dann optimal, dass wir das gleich mit ergänzen. Ja, wie vorher schon erwähnt, Oskar Heer von Daimler. Zum Thema Weiterbildung wäre mir zum einen wichtig, dass, wenn man von Weiterbildung spricht, dass man über die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterbildung spricht. Also sowohl, ich sage jetzt einfach mal, Präsenzlernen, mehr oder weniger Classroom-Lernen, als auch bei der Arbeit, als auch sich selbst beibringen. Und sich selbst beibringen, lernen kann ja auch heißen, zum Beispiel sogenannte Lernnuggets oder wie die Fachleute davon sprechen, über Web-based Trainings, also sprich über digitale Medien nutzen. Und da wäre für mich wichtig und einfach eine Bitte oder ein Appell, das alles mit zu berücksichtigen beim Thema Weiterbildung. Weil wenn ich höre, welches Unternehmen wie viel investiert in Weiterbildung, sind das sehr, sehr große Summen. Was da häufig nicht zum Tragen kommt, ist die Weiterbildung, die eben nebenher noch läuft, entweder durch Wechsel von Arbeitsplätzen am Arbeitsplatz oder auch durch die digitalen Medien, was sich ein einzelner Mitarbeiter heute beibringt. Ich glaube, dass das nochmal ein Vielfaches davon ist. Und ich kann nur sagen, im Vergleich zu anderen Ländern profitieren wir genau davon in Deutschland ganz extrem. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist,
wäre meine ebenso ein Appell, das Thema Anerkennen von Qualifikationen, die ein einzelner Mitarbeiter erworben hat, sei es im Ausland, sei es auch durch unterschiedliche Tätigkeiten und das unter Umständen auch durch Anerkennung von nicht offiziell jetzt im Präsenzlernen erbrachte Leistungen, sondern zum Beispiel durch die Wahrnehmung von Arbeitsplätzen. Und das wäre aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Und da wäre für mich eben die Frage auch insbesondere an die Politik jetzt, wenn ich die Frau Letius vielleicht anspreche, wie ist dort auch Ihre Vorstellung im Sinne von solche neuen Lernmedien, Methoden, ich sag mal, gültig zu machen. Und das ist sicherlich auch interessant. Und heute gibt es ja ganz tolle Ansätze in Richtung spielerischem Lernen. Aber das ist heute mehr oder weniger noch relativ wenig anerkannt, sondern das wesentlich anerkannte ist, was der Oberste Bollmann vorhin angesprochen hat, gehe am Samstagmorgen, mache ein Seminar über 4 Stunden oder sowas. Das ist anerkannt, wissen alle. Wenn aber einer zu Hause sich übers Internet ein paar Lernmodule beibringt und da und dort mal eine Stunde etwas macht, vielleicht sogar einen kleinen Test macht, ist es eben nicht anerkannt. Und da wäre meine Bitte, meine Frage an Sie, gibt es da Überlegungen dahin, solche Dinge anzuerkennen, damit genau dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann entsprechend bei ihrem eigenen Arbeitgeber oder auch bei einer Bewerbung wieder damit punkten kann? Dankeschön, Antje Letius, du bist mit 2 Punkten adressiert. Würde allerdings vorschlagen, dass wir das auf dem Podium dann jeweils noch vertiefen. Bitte schön. Ja, ich wurde eben angesprochen, als es um die kleineren Unternehmen geht. Ich kenne die Situation sehr gut. Man ist im alltäglichen Geschäft natürlich sehr eingebunden und kann sich also um diese Dinge gar nicht so genau kümmern. Es ist aber absolut, ich würde sagen, existenzsichernd für das Unternehmen, dass die Mitarbeiter auch in kleinen und mittleren Unternehmen weitergebildet werden. Was ich mir wünschen würde vor Ort und was wir auch andenken, ist die bessere Vernetzung. Wir haben ja, es gibt so viele Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ich glaube, dass die Unternehmer oftmals überhaupt gar nicht wissen, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Und sie haben auch gar keine Zeit für sich, überall jetzt sämtliche Literatur zu lesen und sich zu informieren. Also das wäre mir wichtig vor Ort, dass man vielleicht auch die Unternehmen, dass man vielleicht durch Poolen einer Weiterbildung die Unternehmen vor Ort zusammennimmt aus einer Branche und sagt, wir bieten eine Weiterbildung an und da könnt ihr alle teilnehmen. Und ich würde mir, oder es wird ja auch bei uns diskutiert, ob wir so eine Qualifizierungsagentur brauchen, wo ich als Unternehmer mich hinwenden kann und sagen, so, das ist meine Branche, das und das benötige ich. Ich sehe, in Zukunft kommen diese Veränderungen auf uns zu, sei sie jetzt im technologischen Bereich oder dass die Kunden hier eine Veränderung gerne wünschen. Und was habt ihr denn, was schlagt ihr denn da vor? Also das wäre für mich, würde ich vorschlagen, dass wir das brauchen, so eine zentrale Agentur, wo ich mich dann auch hinwenden kann, damit ich die Weiterbildung aus einer Hand habe sozusagen. Und die zweite Sache, die hier gefragt wurde, da ging es um Anerkennung von Zertifikaten. Ja, ich denke, das haben wir erkannt. Und es geht auch nicht immer nur um diese fachliche Weiterbildung, die wir haben. Das setzen wir heute voraus. Sondern ich denke, wir müssen auch gucken, was kann denn jeder einzelne Mitarbeiter auch? Und jeder hat ja andere Interessen. Aber sie können gebündelt für das Unternehmen wichtig sein. Also, dass vielleicht einer eine zusätzliche Fremdsprache macht oder, was heute ja ganz wichtig ist, sich in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Nicht nur die fachliche Seite, wir hatten es heute Morgen, da ging es um die psychischen Krankheiten. Und Sie hatten es, glaube ich, angesprochen, wie teile ich mir meine Zeit an und wie gehe ich mit den neuen Medien um? Muss ich ständig erreichbar sein? Oder oder wie gehe ich damit um, dass ich trotzdem meine Arbeit mache, aber trotzdem auch mich nicht auspowern? Das sind Dinge, die sind oftmals nicht anerkannt und werden auch nicht bezuschusst, diese Weiterbildung. Und das ist etwas, was ich denke, das müssen wir auch in den Fokus nehmen und auch gerade in der Führungsspitze. Also ich denke, auf allen Ebenen muss eine Weiterbildung stattfinden. Und wir hatten uns eben unterhalten und ich bin immer noch so für diesen ehrbaren Kaufmann, ja, der sich also
die Mitarbeiter, es ist unser Gut, das wir haben im Unternehmen. Und das müssen wir auch hegen und pflegen, sage ich, und müssen das auch wirklich weiterbilden. Und da sind wir alle gefordert. Und ich denke, wichtig ist es auch, ein Anreizsystem zu geben. Und so eine Zertifizierung ist eine Möglichkeit, hier einen Anreiz zu geben. Das würde ich sagen, also nicht nur auf diese klassische Weiterbildung und die fachliche Weiterbildung, sondern auch so, wie Sie gesagt haben, also wenn er vorweisen kann, dass er eine Weiterbildung macht, warum soll man diese dann nicht anerkennen? Ja, also, aber da haben, denke ich, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Dankeschön. Ich habe den Herrn Bogai gesehen gehabt und Herrn Oberste Bollmann, Herr Born. Okay, jawohl, wir. Ja, also vielen Dank für diese Frage, die ist wirklich entscheidend. Wie strukturiere ich die Weiterbildung gerade in kleinen und mittleren Unternehmen? Große haben in der Regel eine Weiterbildungsplan, ein Budget und formalisierte Gespräche, kleine haben das nicht. Nun wurde schon mehrmals die Bundesagentur angesprochen, als wäre die nicht die geeignete Stelle, hier die Qualifizierung auch im digitalen Wandel zu absolvieren. Das kann ich nicht ganz verstehen. Es gibt bereits schon die Weiterbildungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen und für Beschäftigte. Die ist regional an allen Stellen vorhanden. Es gibt auch viele andere, das muss man auch sagen, Weiterbildungsberatungsinstitutionen von den Ländern und so. Es ist eigentlich ein großes unübersichtliches Wirrwarr fast, dass es für den Einzelnen schwer macht, überhaupt den Zugang zu finden. Und da wäre es sinnvoll, die Bundesagentur eigentlich zu nehmen, weil die kennt jeder, die hat auch die Sozialpartner in ihren Verwaltungsgremien und kann auch diese Koordination herstellen. Nun noch zum Thema Digitalisierung. Also es ist natürlich vieles unklar, wie sich das auf den Weiterbildungsbedarf auswirkt und wie sich das überhaupt auf die einzelnen Tätigkeiten auswirkt. Das Institut, Kolleginnen haben mal untersucht, was jetzt schon digitalisierbar ist. Und da kommt heraus, dass also über alle Beschäftigten gerechnet ungefähr 15% der Arbeitsplätze wegfallen dürften. Jetzt, und zwar solche, die eben mehr als 70% Subsidiarbeitskeitspotenzial haben. Nun kann man diese auf Berufe basierenden Überlegungen anschauen, was fällt in den einzelnen Berufen weg, was kommt hinzu. Und da hätten wir eigentlich eine gute analytische Grundlage, um auch in die Zukunft ein bisschen zu blicken, was also im Rahmen des digitalen Wandels an neuen Qualifikationen erforderlich ist. Danke. Herr Born, bitte. Jetzt haben wir bisher in den ersten Podien und auch hier alle nur die gleiche Meinung gehabt. Ich finde, es wird Zeit, dass wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Da muss ich dem Kollegen widersprechen. Ich gebe recht, wir brauchen dringend Transparenz. Wir brauchen Transparenz über die Vielfalt der Angebote. Aber ich glaube, wenn wir die Bundesagentur für Arbeit zusätzlich mit neuen Aufgaben in dieser Richtung belegen, verdrängen wir bestehende Strukturen, die insbesondere durch die Privatwirtschaft schon aufgebaut worden sind. Und ich will ein Beispiel aus dem Handwerk geben. Wir sind bis in die Region unten weit verzweigt vernetzt. Das ist die Innung, das ist die Kreishandwerkerschaft, dann kommen die Landesinnungsverbände, dann kommt die Kammer bis in die Bundesebene hinein. Das heißt also, in jedem Ort sind wir unterwegs. Diese Aufgaben dort vor Ort sind insbesondere auch, weil das Handwerk sich stark über Bildung definiert, über ihre Berufe definiert, sind gerade im Bereich der Information und der Beratung in der Aus- und in der Weiterbildung. Wenn wir der Bundesagentur diese Aufgabe übergeben, dann verdrängen wir Strukturen, wo die Privatwirtschaft bereit ist zu investieren. Und die Privatwirtschaft ist bereit zu investieren im Rahmen der Ausbildung, im letzten Jahr um die 25 Milliarden. Ich möchte nicht sagen, wie viel der Bund oder die Länder bereit sind, in die Ausbildung zu investieren, weil das wäre sehr traurig gegenüber den 25 Milliarden. Die Privatwirtschaft ist bereit, im Bereich der Weiterbildung über 33 Milliarden zu investieren pro Jahr. Und ich glaube nicht, dass wir noch eine zusätzliche Institution brauchen, die in diesem Bereich zusätzlich hineingeht. Und ich habe die große Befürchtung, mit neuem Bürokratieaufbau bis zum Nachweis, wer meiner Mitarbeiter wie und in welcher Form wann weiter zu qualifizieren ist, neue Hürden aufbaut, anstatt
die Betriebe vor Ort zu unterstützen. Und ich würde dafür plädieren, die Arbeitnehmer über mehr Transparenz zu unterstützen. Da haben wir einen großen Bedarf, wenn ich daran sehe, dass wir im Bereich der Bachelor- und Masterqualifizierung über 17.000 Studiengänge haben. Da spricht kein Bildungspolitiker davon, dass wir einen Transparenzbedarf haben. Wir haben im Bereich der Ausbildung, der beruflichen Ausbildung nach BEBIG und HWO 330 Berufe. Wir haben im Bereich der Fortbildung auf Bundesebene geregelt durch das BMBF um die 300 Qualifikationen. Rechnen Sie das mal zusammen. Also wir brauchen uns eigentlich nicht vor den Hochschulen zu verstecken. Trotzdem haben wir eine Transparenznotwendigkeit. Ich glaube, wir brauchen einfach klare Strukturen, die wir drüber legen. Aber wir brauchen da nichts Neues. Dankeschön. Herr Oberste Bollmann, was braucht man denn tatsächlich? Wollen Sie Schiedsrichter sein zwischen den beiden? Na ja, Schiedsrichter mache ich eigentlich ganz gerne. Wenn es nicht gerade auf dem Fußballfeld ist, da kenne ich mich nicht so aus. Ich kenne mich mit Fußball aus, aber bin ich gerade derjenige, der so lauffreudig ist, muss man dazu sagen. Nein, aber ich möchte noch mal vorab noch mal auf den Einwand der Zertifizierung hinweisen, der nötigen Abschlüsse hinweisen. Ich glaube, was wir tun müssen, ist, dass wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch immer nach der Qualifizierung, nach der Qualifikationsmaßnahme ein entsprechendes Zertifikat ausstellen müssen, dass sie mitnehmen können. Da basiert auch das Modell des BAPs drauf, dass wir nach jedem Modul ein Zertifikat auch mit dem TÜV Rheinland ausstellen. Ich mache es in meinem Unternehmen auch, dass wir all diese Maßnahmen auch dann belegen. Die Mitarbeiter können dieses Papier mitnehmen zum Folgeunternehmen und können darauf aufsetzen. Man muss natürlich auch schauen, wie motiviere ich eigentlich den Personenkreis. Ich glaube, dass wir auch hier einen Ansatz gefunden haben, dass wir immer wieder sagen können, wenn du ein bestimmtes Modul erreicht hast, steigst du auch in der Wertigkeit. Du hast andere Aufgaben, die du übernehmen kannst, weil du einfach was dazugelernt hast. Und damit steigt auch die Vergütung, der Stundenverdienst. Ich glaube, darüber, über diese modularen Aufbauten hier, kann man auch entsprechende Motivation erzeugen, sodass der Personenkreis auch gerne weitermacht. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, sich nach der langen Zeit wieder hinzusetzen. Und wir machen es hier im reinen E-Learning-Verfahren mit ganz geringen Präsenzphasen. Ich glaube, sich wieder hinzusetzen nach langen Zeit ist gerade für Personen, die auch nicht 25 sind, die nicht 30 sind, sondern die können auch 50 sein, ist es sehr schwierig, sich, ich sag mal, dazu auch wiederum zu motivieren. Also da müssen wir hin, müssen mehr versuchen, hier auch dann den Nachweis immer wieder den Leuten mitzugeben, dass sie was erreicht haben. Und als Schiedsrichter hier, also ich glaube, wir brauchen keine neue Behörde, die das alles macht. Wir brauchen aber Institutionen, die einfach mit Informationen zur Seite stehen. Denn in den großen Unternehmen müssen wir nicht darüber reden. Die großen Unternehmen haben ihre eigenen Abteilungen. Aber gerade der Kleinbetrieb und vielleicht auch der Mittelbetrieb, der heute teilweise noch gar nicht über Digitalisierung nachdenkt, weil er meint, das ist ja noch lange hin, darf sich aber nicht vertun. Es schreitet so schnell voran. Und ich glaube, da brauchen wir nochmal Institutionen. Und wir arbeiten gerne mit dem Handwerk zusammen, sage ich ganz offen, aber mit allen anderen Institutionen zusammen. Und ich glaube, wenn man das dann geschickt nutzt und das vielleicht noch mal stärker in den Fokus rückt, dann würde auch dem Kleinstbetrieb auch damit sehr geholfen sein. Und er würde auch die nötigen Informationen haben und könnte das Ganze umsetzen. Prima, danke schön. Ich sehe zwei Wortträger derzeit und darf fragen in die Runde. Gibt es von Ihrer Seite noch weitere, die sich zu Wort melden wollen? Das ist einstweilen nicht der Fall. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie zu Wort kommen und dass wir dann hier auf dem Podium das zur Schlussphase dann auch nutzen, jeweils mit einem Abschlussstatement. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, Wolf-Dieter Lukas, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich habe zwei Fragen, würde mich aber trotzdem zunächst erstmal gerne in die Debatte einbringen. Ich glaube, dass wir uns schon positionieren müssen. Herr Kauder hat jetzt auch ganz am Anfang angesprochen, Weiterbildung ist wichtig, das ist richtig, aber Institutionen. Ich glaube, dass wir sozusagen nicht Weiterbildung ohne Veränderungsprozesse, Organisationsänderungen in den Unternehmen und technische Änderungen in Unternehmen denken müssen, können.
wir müssen sozusagen, wir haben ja über die Schnelligkeit geredet des Prozesses. Wenn wir sagen, wir machen erst Change Management im Unternehmen und danach sagen wir, jetzt brauchen wir Weiterbildung. Ich glaube, das muss ein Prozess sein und da müssen wir drüber nachdenken. Das Handwerk kann das toll, weil sie machen beides. Change Management Beratung und sozusagen auch den Zugang zur Weiterbildung. Ich will jetzt nicht sozusagen schlichten in dem Streit oder sagen, wo ich hintendiere, aber ich glaube, die Frage müssen wir wirklich uns nochmal wirklich überlegen. Sozusagen reden wir nicht jetzt über was ganz anderes. Also reden wir nicht über Change Management und das beinhaltet Kompetenzentwicklung in den Unternehmen und das stellt dann Ansprüche sozusagen an die Weiterbildung und nicht nach dem Motto, erstmal die Änderung und dann die Weiterbildung. Ich glaube, das sollten wir zusammendenken. Also so möchte ich mich gerne, also ich bin da auch ein bisschen skeptisch an dem Thema Bundesanstalt, inwieweit wir das sozusagen einer Institution geben. Zweitens hätte ich gerne eine Positionierung, vielleicht jetzt gar nicht nur auf dem Podium, sondern ich glaube, das wäre eine Positionierung hinsichtlich dessen, was ja auch Frau Nahles plant, ist Recht auf Weiterbildung. Also die Frage, wie gehen wir denn damit um? Sie merken schon in meiner Äußerung, Change Management heißt nicht ein Recht auf Weiterbildung, sondern heißt eigentlich was anderes, diesen Veränderungsprozess zu gestalten. Da habe ich eine Meinung, aber mich würde sozusagen die Meinung vielleicht hier im Saal und auch auf dem Podium natürlich insbesondere interessieren. Und jetzt noch zwei Fragen. Wir haben nach Reden von diesen ganzen tollen Bachelor-Studiengängen und wir reden vom Meisterbad, vielen Dank, Herr Born, dass Sie erwähnt haben, aber müssen wir nicht vielleicht auch da die Grenzen aufbrechen? Also warum nicht auch ein Meister-BAföG für jemanden zahlen, der nicht Meister werden will, das müssen wir dann übrigens dann anders nennen in der Kurzform draußen, aber jemand, der sozusagen sagt, ich belege ein Modul, eine Fortbildung an einer Fachhochschule, warum nicht dann auch? Also mal über neue Konzepte nachdenken, das wäre doch auch eine Öffnung und dass nicht jeder aus dem Betrieb rausgeht und sagt, ich gehe zur Fachhochschule, mache ein Studium. Ist für das Betrieb manchmal nicht optimal, für den Beschäftigten weiß man nicht. Aber warum nicht Module bewegen, müssen sich übrigens Fachhochschulen dann ordentlich ändern. Wäre übrigens eine Aufgabe, bildungspolitische Aufgabe. Und die allerletzte Frage, die ich noch habe ich mir natürlich aufgeschrieben, steht Raum Weiterbildung 4.0. Das heißt, wir reden über Veränderungen, Industrie 4.0 und dann die Weiterbildung. Aber muss ich nicht die Weiterbildung auch in der Darreichungsform sozusagen verändern? Ist es nicht sozusagen auch eine andere Art der Weiterbildung mit digitalen Medien und völlig Veränderung? Und müssen wir nicht auch darüber diskutieren, wie sehen dann die Angebote aus? Vielen Dank. Bitte schön. Udo Krug, EVS Blankenburg. Ich habe eine Frage an Herrn Bogai und Herrn Born. Wir reden ja teilweise von gesetzlichen Vorgaben, von dem, was uns hilft. Wir haben aber auch die Überregulierung. Und gerade bei kleineren Handwerksbetrieben habe ich es gerade erlebt, bei der Industrie- und Handelskammer und bei der Handwerkskammer, dass kleinere Unternehmen unheimlich Probleme haben mit diesen Gefährdungsbeurteilungen. Und da sehe ich eine Überregulierung. Und da hätte ich ganz gern mal eine Meinungsäußerung dazu. Und das Zweite ist, ich darf für mein Bundesland mal feststellen, Sachsen-Anhalt hat sehr gute, ganz toll durchstrukturierte Förderinstrumente von Europa, Europäischer Sozialfonds. Es wird sehr gut bei uns im Landkreis darüber berichtet, darüber auch, wie soll man sagen, Tage eingerichtet in Halberstadt, wo die Unternehmer kommen können und fragen können nach betrieblicher Aus- und Weiterbildung. Und auch Qualifizierung ist bei uns sehr gut geregelt. Das Problem für uns als Betrieb ist es auch, dass wir dreimal gescheitert sind daran, dass es sehr umfangreiches Beantragungswerk ist, 30 Seiten und mehr. Der Betrieb kann das oftmals recht gut leisten, aber der Einzelne, der sich qualifizieren kann, schlecht. Und ich sag mal, EU-Fördermittel haben immer im Hintergrund, dass auch gewisse Fragen beantwortet werden müssen, auch für die Statistik, für die Erhebung und so weiter. Aber wenn dann ein Land noch zusätzlich dort Fragen stellt, die teilweise sehr ins Persönliche geht, dann habe ich Leute schon erlebt, die gesagt haben, ich mache die Qualifizierung nicht. Ich habe hier Fragen, die gehen ja fast bis ins Intime. Und sowas darf einfach nicht sein, dass man auch dann Fragen über die EU-notwendigen Anfragen in den Fördermittelanträgen dann in Richtungen geht, wo mir Leute wirklich sagen, ich mache das nicht, das beantworte ich nicht. Also das möchte ich nicht weiter ausführen. Ich habe es gesehen, das war manchmal wirklich grenzwertig. Danke. Dankeschön. Ich schlage jetzt vor, dass wir jetzt das gleich verbinden mit den Schlussstatements. Herr Bogai, wenn Sie anfangen wollen. Also nochmal Plädoyer für die Arbeitsagentur. Und zwar, es geht um die Umgestaltung der Arbeitslosenversicherung. Bisher ist eben Vordergrund der Lohnersatz und wie wir jetzt an der Digitalisierung gesehen haben, werden sehr viele Menschen sich verändern müssen. Weiterbildung geht auch viel schneller als das normale Bildungssystem. Und da ist ja auch wäre es eine Erweiterung des Sicherheitsversprechens des Sozialstaates durch die Arbeitslosenversicherung, wenn auch die Weiterbildungsberatung und nicht die Durchführung
Bestandteil der Aufgaben der Bundesagenturen wird. Und da geht es nicht um Verdrängung zum Beispiel zur Handwerkskammer, sondern um Kooperation. Und zum Zweiten ist natürlich Weiterbildungsberatung nicht nur im betrieblichen Interesse, sondern auch für die eigene Lebensplanung oder Erwerbsbiografie. Und das heißt, die Weiterbildungsberatung würde darüber hinausgehen. Und das wäre der Ansatz, der dann eher eben bei der Bundesagentur zu suchen ist. Also es ist kein Angriff auf hier die bestehenden Einrichtungen, sondern das Verbinden dieser Angebote. Was gesagt wurde, Recht auf Weiterbildung, wäre ich sehr dafür, weil ich ja gesagt habe, wie unterschiedlich die Zugangsstrukturen sind. Und hier könnte eine Bundesregelung durchaus von Vorteil sein. Also ich bin da sehr dafür. Was diese Gefährdungsbeurteilung angeht, da weiß ich, ich kenne das nur aus der Pflege. Da geht es darum, dass praktisch der Arbeitgeber bestimmte Maßnahmen ergreifen muss, weil sonst die Pflegerisiken, also zu wenig Leute zum Beispiel, bestehen. Aber das haben Sie wahrscheinlich nicht gemeint. Das ist natürlich absolut notwendig. Dann noch vielleicht zu den Zertifikaten. Es gibt natürlich jede Menge Zertifikate und die sind auch sinnvoll und die haben ganz verschiedene Funktionen, aber es fehlt bisher irgendwie ein Gesamtrahmen, eine Strukturierung in dem ganzen Weiterbildungsbereich, was aufeinander aufbaut. Und hier geht es darum, wie gesagt, die Diskussion dauert schon lange, scheint jetzt mit der Digitalisierung einen neuen Schwung zu bekommen und auch in andere Bereiche außerhalb der Bildungs überzuschwappen. Und hier sehe ich doch eine absolute Notwendigkeit, eine Strukturierung vorzunehmen, die dann auch eben dazu führt, dass die Transparenz sich erhöht. Vielen Dank. Oberste Bollmann, bitteschön. Ja, zum Thema Gefährdungsbeurteilung. Ich glaube, wir leben in der Zeitarbeit schon seit ewigen Zeiten damit, dass wir die Arbeitsplätze vorher begehen, dass wir die entsprechenden Gefährdungen auch dann ermitteln. Das führt ja auch dazu, dass wir die Unfallgefahren ja auch dadurch vermindern wollen. Ein zweiter Punkt ist das Thema dann Recht auf Weiterbildung. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn ich erlebe es auch im eigenen Unternehmen, dass Mitarbeiter kommen und sagen, und jetzt will ich unbedingt diese kaufmännische Ausbildung machen, haben aber im kaufmännischen Bereich nie gearbeitet. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, Mitarbeiter weiterzubilden, ja. Das muss aber dann auch speziell auf die Mitarbeiter zugeschnitten sein, das muss auf die Arbeitsplätze zugeschnitten sein, aber ein generelles Recht, das halte ich nicht für notwendig. Wir haben es bei uns anders gelöst mit einem Qualifizierungstarifvertrag, wo wir also dann auch mit jedem Mitarbeiter mehrmals im Jahr Gespräche führen, das Ganze analysieren, die Tätigkeit analysieren und dann auch sagen, so, was könntest du eigentlich mehr machen? Welche Interessen hast du? Wenn man darauf aufbaut, das Ganze so umsetzt, dann halte ich das für eine sinnvolle Lösung. Herr Born, wollen Sie ergänzen? Ja, gerne. Ich würde auf den Punkt gerne eingehen, der mit dem Change Management umschrieben worden ist, weil der für mich eine ganz spannende Herausforderung bei dem Thema Digitalisierung ist in Bezug auf die Weiterbildung. Die Digitalisierung wirkt sich auf unsere Gewerke, auf unsere Branchen sehr unterschiedlich aus. Nehmen wir das Beispiel Sanitär, Heizung, Klima. Da ist die Installation von Wärmepumpen bis zur Beratung Energieeffizienz bis dahin, ob der Bauherr, die Bauherrin nicht zum Energielieferanten werden will. Ganz neue Herausforderungen. Nehmen wir das Beispiel Gesundheitshandwerke. Da habe ich weniger eine technologische Herausforderung, sondern die Herausforderung, dass der Kunde auf einmal andere Anforderungen hat. Also die Kundschaft älter wird und auch einen ganz anderen Zugang braucht. Da wird auf einmal solche Dinge wie Zusammenarbeit mit einem Lieferanten, also mit DHL oder welchem Exportunternehmen, Logistikunternehmen auch immer, von hoher Relevanz. Ganz andere Herausforderung. Ich muss mit den Kunden anders da umgehen, eine Kundenansprache anders da machen. Das heißt also, ich muss durchaus mein Geschäftsmodell überdenken. Und da finde ich unsere Meisterqualifikation eine sehr spannendere Qualifikation. Die besteht nämlich aus 4 Teilen. Der erste und der zweite Teil sind technikorientiert. Der dritte Teil ist betriebswirtschaftlich orientiert. Und im Zusammenspiel dieser
beiden Teile, technisch und betriebswirtschaftlich, wird das mit dem Thema Change Management so spannend. Wie gestalte ich eigentlich mein Unternehmen neu aus, auch im Hinblick auf meine technischen Herausforderungen, und wie baue ich das betriebswirtschaftlich um? Und sowas müssen wir über eine Meisterqualifikation auch auffangen. Das heißt also, beides miteinander verbinden. Da sehe ich eine große Herausforderung auch, dass wir darüber nachdenken, in welcher Form unsere betriebswirtschaftliche Qualifikation auch noch mal weiterentwickelt wird für die Meisterqualifizierung. Bei dem Thema Meister-BAföG-Hinführung auf die Fachhochschule finde ich eine spannende Sache aus einem nicht unwichtigen Punkt. Wenn wir uns mal übergeordnet die Wertschöpfungskette der Digitalisierung anschauen, dann haben wir in den Hochschulen, in den Universitäten, Fachhochschulen dort den Aspekt, wo Innovation im Hinblick auf neue Technologien entstehen. Wir haben aber dann die Kette bis zum Endkunden, unter anderem auch über den Handwerksbetrieb, wo die Innovation im Zusammenspiel mit dem Kunden stattfinden muss. Das heißt also, die technologische Neuerung muss ja transferiert werden. Sie muss an den Kunden gebracht werden. Und da sehe ich ein neues Zusammenspiel in der Qualifizierung zwischen Hochschulen und beruflicher Bildung. Und das müssten wir konzeptionell erst einmal abbilden. Das heißt also, für ein Meister BAföG, was auch die Möglichkeit im Hinblick auf ein Modul der Fachhochschule liefert, müssen wir in Zukunft auch beide Strukturen curricular oder ich will sagen ordnungstechnisch miteinander ein Stück weit verknüpfen. Wir im Handwerk haben das in erster Hinsicht auch mit Ihrem Ministerium angegangen und haben ein Projekt gemacht, das ich sehr spannend fand, wo ich aber ehrlich sagen musste, wir haben erst mal festgestellt, wo die Probleme alle liegen, wenn man in ein Curriculum einer Hochschule rein will und in ein Curriculum der beruflichen Fortbildung rein will und das miteinander verschränken, da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben. Da würde ich aber sagen, diese Hausaufgabe sollten wir annehmen und vorangehen. Herzliches Dankeschön. Ja, in der Tat ein vermintes Feld. Frau Litzius. Ja, genau, du sagst es schon. Es gibt noch viel zu tun, ordnungspolitisch. Es wurden ja viele Themen hier angesprochen und es wurden auch viele Fragen aufgeworfen. Also brauchen wir in Zukunft ein Recht auf Weiterbildung? Und wenn ja, wie soll die aussehen und was soll die beinhalten? Und eine ganz wichtige Frage ist, wer soll das bezahlen? Und es wurde angesprochen, eine Arbeitsversicherung, das, was im Weißbuch jetzt steht, dass wir das Risiko absichern sollen. Ich denke schon, das ist ein sehr hehres Ziel, auch vorausschauend ein Risiko abzusichern. Das ist mir doch, ja, da haben wir noch, bestimmt noch viel zu tun und ich weiß nicht, wie man denn präventiv ein Risiko absichern soll. Dann ist es, es wurde ja schon angesprochen, ein epochaler Wandel und Bildung und Weiterbildung, das gibt uns noch viele Fragen auf und ich finde, hier ist es auch ganz wichtig, dass wir es gemeinsam tun, dass es kein Gegeneinander eben gibt. Wir sind froh über die Arbeitsagenturen, sie machen eine sehr, sehr gute Beratung. Und ich hoffe, das war jetzt keine Allergie auf die Arbeitsagentur. Sie machen eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit vor Ort. Sie beraten und natürlich auch kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich finde, wir brauchen, wenn wir jetzt, ich sprach von einer Qualifizierungsagentur, das muss ja jetzt nicht unbedingt gegenläufig zu dem sein, was jetzt die Arbeitsagentur anbietet. Es kann ja ein zusätzliches Modul sein. Und wir haben gesehen, Arbeit 4.0 ist nur im Dialog mit den Sozialpartnern, mit den Tarifpartnern und den Unternehmen zu leisten. Und natürlich kommen die Kunden auch dazu, was sie in Zukunft von uns erwarten. Und ja, ich finde, es hat sich herausgestellt, dass wir ein Miteinander machen und es auch so dann in Zukunft auch angehen werden können und dann die drängenden Fragen auch gemeinsam lösen werden. Herzliches Dankeschön. Sie haben gesehen, ein spannendes Thema, das Thema Weiterbildung, erwerbslebenslang jedenfalls in Form der Weiterbildung. Das bedeutet dann, das ist eine unendliche Zeitstrecke. Deswegen haben wir auch deutlich überzogen von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Aber es war eine spannende Diskussion. Herzliches Dankeschön ans Podium, Frau Litzius, Herr Bogai, Herr Born, Herr Oberste Bollmann. Dankeschön für Ihre Expertise und herzliches Dankeschön
an Sie für Ihre Beiträge. Herzliches Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank an das Podium und ganz lieben Dank, lieber Stefan, für die Moderation. Und ich möchte auch angesichts der Zeit sofort überleiten zum Podium Römisch 3, Soziale Sicherung 4.0, Arbeit im Wandel. Unser Betriebsverfassungsgesetz wird fast 64 Jahre alt. Lieber Matthias, die Frage, taugt es noch künftig für Fragen der Mitbestimmung und der sozialen Sicherung? Dies könnte mit Thema dieses Podiums sein. Ich freue mich, dass Professor Dr. Matthias Zimmer, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales und ein lieber Kollege von mir, sich bereit erklärt hat, dieses Podium zu moderieren. Matthias, du wirst die Teilnehmer des Podiums vorstellen. Du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Da man dem einen oder anderen von Ihnen durchaus ansieht, dass er selbst noch nicht sicher ist, ob er den Kampf gegen das Suppenkoma gewinnt oder verliert, sei vielleicht nur darauf hingewiesen, dass es draußen noch Kaffee gibt. Und dass es aus unserer Sicht, also wir in der Fraktion kennen das natürlich, was es hier für gesunde Sauerstoffverhältnisse gibt, dass es aus unserer Sicht durchaus nicht ungebührlich ist, auch während der Verhandlungen sich eine Tasse Kaffee zu holen. Ich kann nur sagen, das ist allemal besser als die Alternative, sich beim Herunterfallen vom Stuhl dann deutliche Verletzungen. Aber wir wollten nicht über Arbeitsplatzsicherheit heute sprechen. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen in diesem Podium vorstellen, zunächst auf meiner ganz rechten Seite von Ihnen ganz links Dr. Ulrich Wallwey, Vizedirektor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Neben ihm, neben mir, Herrn Dr. Hans-Peter Klöß, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Zu meiner Linken sitzt Dr. Reinhold Tiede, Leiter des Geschäftsbereiches Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und ganz links außen rechts von Ihnen gewissermaßen gesehen der Kollege Kai Wittecker, auch Mitglied im Ausschuss Arbeit und Soziales, direkt gewählter Abgeordneter aus Rastatt, Wirtschaftswissenschaftler, der sich um diesen Fraktionskongress besonders verdient gemacht hat. Lieber Kai, da nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Meine Damen und Herren, meine erste Frage, vielleicht mit der Bitte um kurze Beantwortung, damit wir... Ich kann nicht versprechen, dass wir nicht genauso überziehen werden wie die vorherige Gruppe, aber ich kann es zumindest versuchen, dass wir thesenartig einfach darstellen, Herr Dr. Klöß zunächst mal, welche Entwicklungstendenzen im Blick auf die Zukunft der sozialen Sicherung in Deutschland es gibt, welche Haupttreiber für diese Entwicklung dann da sind, dass wir quasi mal eine Hinführung zu dem Thema haben. Vielen Dank, Herr Zimmer, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, ich begrüße das, dass Sie diesen Diskussionsprozess heute führen. Entwicklungstendenzen, die großen Linien, vielleicht gestatten Sie mir dazu zwei, drei Sätze. Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist in einer guten Verfassung. Ich würde sagen, wir sind erwerbszentrierter denn je und zwischen Arbeitsmarktentwicklung und sozialer Sicherung gibt es nun mal ein paar archimedische Zusammenhänge. Wir sind in einem umlagefinanzierten System und deswegen ist die soziale Sicherung, die Zukunft der sozialen Sicherung natürlich maßgeblich davon abhängig, wie sich die Entwicklung am Arbeitsmarkt weiter darstellt. Zum Zweiten würde ich gerne auf einen fast schon verloren gegangenen Sachverhalt hinweisen. Wir stehen, ich denke, ganz zentral vor der Frage, wovon wir in Zukunft leben werden, wie die Zukunft von Wirtschaft, Sozialprodukt, Wohlstand sich darstellen. Und da in der Tat ist der Nexus zum Thema Digitalisierung als einer von weiteren zusätzlichen Megatrends der Entwicklung, die über die Zukunft der Ökonomie, der Gesellschaft, des Landes entscheiden. Und ich denke, wir sollten, wenn wir über soziale Sicherung reden, nochmal herausarbeiten, dass einer der anderen wesentlichen Trends das Thema Demografie ist, sowohl auf der Ausgabenseite wie auf der Einnahmeseite der sozialen Sicherung ist die Demografie ein wesentlicher Treiber, die Globalisierung. Und es kommt jetzt eben die Digitalisierung hinzu. Und ich denke, zentral ist die Frage, wenn wir nochmal den Sozialproduktzusammenhang aufmachen,
wie sich die Digitalisierung auf die entscheidenden Treiber von Sozialprodukt, nämlich Köpfe, Zeit und Produktivität auswirkt. Das sind die Entstehungskomponenten von Sozialprodukt. Also wie viele Menschen haben wir im Land, die erwerbstätig sein können? Wie viel Arbeitszeit leisten die Menschen, die im Land erwerbsfähig sind? Und last but not least, das ist mein Punkt, wie schaut es mit der Produktivität aus? Und das ist für mich das fast noch eines der ungelösten Puzzles der Volkswirtschaftslehre im Augenblick. Wie ist der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Arbeitsproduktivität? Da haben wir noch die meisten, denke ich, Fragezeichen, neben all den anderen Fragezeichen, die wir ohnehin schon haben. Nämlich, und das wird uns ja beschäftigen am Podium noch, wie wirkt sich Digitalisierung auf die Frage aus, wie viel Arbeit haben wir? Haben wir mehr Arbeit? Haben wir additive Arbeit? Haben wir mehr unterbrochene Arbeit? Welche Form von Autonomie, Zeitsouveränität haben wir bei Arbeit? Welche Effekte auf Einkommen haben wir? Und ich würde gerne nochmal abschließend den Punkt Produktivität hier hervorheben. Wir haben eine Debatte, die sich beispielsweise über die USA ausbreitet und von einer säkularen Produktivitätsschwäche von hochentwickelten Volkswirtschaften ausgeht, eine säkulare Stagnation sozusagen. Und ich glaube, hier ist wirklich noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, wenn ich den Punkt der sozialen Sicherung andocke an der Entwicklung des Sozialproduktes, die Frage aufzuwerfen, wie wirkt sich Digitalisierung, die Umwälzung unserer Arbeitswelt auf die Frage der Stundenproduktivität, der Arbeitsproduktivität, der Jahresproduktivität aus und welche Schräubchen in Anführungsstrichen kann und sollte man drehen, um zentral die Produktivitätsentwicklung, die durch neue Techniken immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden, in eine positive Richtung zu lenken. Vielleicht so viel als Einstieg. Dankeschön, Herr Dr. Glöß. Es ist, glaube ich, immer produktiv, wenn ein Podiumsteilnehmer mit mehr Fragen als mit mehr Antworten kommt. Vielleicht setzen wir das jetzt auch weiter fort, Herr Dr. Thiele. Neue Arbeitsformen, welchen Einfluss haben die auf die Rentenversicherung? Ja, ich glaube, neue Fragen, viele Fragen stellen, das ist sicher etwas, was wir jetzt am Anfang dieser Diskussion um Digitalisierung auch machen müssen. Das ist auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Denn anders als in den früheren großen Industrialisierungsphasen, den großen Wellen, den Kondratjew-Wellen, von denen man jetzt ja immer redet, sind wir, glaube ich, dieses Mal in der Lage, vorher oder am Anfang einer Entwicklung zu überlegen, was kommt denn da auf uns zu? Als die Dampfmaschine erfunden worden, haben die nicht vorher überlegt, was kommt da wohl auf uns zu und welche Auswirkungen hat das. Als die Eisenbahn eingeführt wurde, hat man das auch nicht überlegt. Als das Fließband kam und die Elektronik in den 50er, 60er, 70er Jahren hat man nicht so groß überlegt, was kommt denn da auf uns zu. Dieses Mal sind wir in einer Phase, wo wir in einer frühen Phase einer Entwicklung überlegen, was bedeutet denn das für unsere Gesellschaft, für den Arbeitsmarkt. Die Fragen, die Herr Klüss gerade stellte, sind ja ganz entscheidend. Und ich würde auch noch eine Frage noch weitergehen, das, was Frau Letius vorhin mal gesagt hat. Wir müssen auch neu diskutieren, was ist eigentlich Arbeit unter den Bedingungen der Digitalisierung? Denn da tut sich ganz viel. Digitalisierung verändert ja nicht nur den Produktionsprozess, Arbeit 4.0 oder Industrie 4.0, sondern die verändert auch den Vertrieb von Produktion, von Gütern. Die verändert den Konsum ganz entscheidend. Die Konsumfunktion, also die Art des Konsums. Wenn ich sehe, wie meine Frau heute einkauft, dann geht die eben nicht mehr ins Geschäft, sondern bestellt sich 5 Hosen und schickt 4 wieder zurück und eine hat sie dann gekauft. Da tut sich ganz viel, auch beim Konsum. Auch beim Konsum. Und von daher, glaube ich, ist die Frage nicht so sehr, haben wir eigentlich in Zukunft noch Arbeit? Da die Frage, das ist so die 80er-Jahre-Frage, geht uns die Arbeit aus, wurde damals immer diskutiert. Sehen wir hatten noch nie so viel Beschäftigung wie heute. Damals haben wir diskutiert, geht uns nicht die Arbeit aus. Ich glaube, die Arbeit geht nicht aus, die Arbeit wird ganz anders. Und die Frage ist, wie sich dann die sozialen Sicherungssysteme, jetzt bin ich bei meinem Part, darauf einstellen. Ich persönlich, vielleicht können wir das nachher noch vertiefen, ich persönlich habe sehr stark den Eindruck, die grundlegenden Fragen, auch im Hinblick auf die soziale Sicherung, sind gar nicht neu. Da stellen sich viele Fragen heute vielleicht in einer anderen Form. Aber die Fragen sind eigentlich die alten Fragen. Was ist sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und was ist selbstständige Tätigkeit? Was ist überhaupt Erwerbstätigkeit und was ist Freizeittätigkeit, die auch vielleicht ein bisschen Geld bringt?
Und letztlich auch die Frage, was ist eigentlich Entgelt für Arbeit? Ist das nur monetäres Entgelt oder sind das auch andere Formen von Entgelt? Früher hat man über geldwerte Sachleistungen oder sowas nachgedacht. Das sind alles Dinge, die wir schon gedacht haben, aber die jetzt unter dem Gesichtspunkt oder unter den Bedingungen der Digitalisierung eine ganz andere quantitative Bedeutung kriegen, weil plötzlich Dinge, die früher so nebenher liefen, an der Küste, Nord- und Ostsee und im sonst wo in den Tourismusgebieten, haben die Leute natürlich auch in der Vergangenheit schon ihre Zimmer vermietet. Fremdenzimmer, kleine Annonce in der Zeitung, Fremdenzimmer. Heute wird das über Airbnb gemacht und hat eine weitaus größere Bedeutung. Aber im Prinzip ist es das Gleiche, nur mit einer viel größeren Bedeutung. Uber ist nichts anderes als eine Mitfahrzentrale. Aber mit was für einer quantitativen Bedeutung? Nicht nur so, ich gehe mal hin und gucke, ob da ein Zettelchen hängt, wie komme ich nach Frankfurt? Also von daher, die Fragen sind nicht grundlegend neu, aber vielleicht müssen wir uns neue Antworten ausdenken in der sozialen Sicherung. Ja, ich habe mir mal sagen lassen, das sei typisch für Wirtschaftswissenschaftler. Die würden immer andere Fragen auf die gleichen, andere Antworten auf die gleichen Fragen finden. Das war jetzt vermutet, aber nicht bedacht. Herr Dr. Wallwey, wenn die Fragen alle gleich sind, ist das dann eine gute Nachricht für die Arbeitslosenversicherung oder müssen wir da auch über was Neues nachdenken? Ja, Herr Zimmer, jetzt fragen Sie einen Wirtschaftswissenschaftler. Ja, aber ich will der Frage insofern nicht ausweichen. Die Arbeitslosenversicherung, wenn man sie sich anschaut, ist ja konzipiert als eine Risikoversicherung. Also sie tritt ein im Schadensfall, dann haben Sie einen Anspruch. Es gibt sicherlich heute auch schon gewisse präventive Elemente. Es war ja eben auch von Berufswahlorientierung, verschiedenen anderen Dingen die Rede, wo sich natürlich auch beschäftigte Betriebe orientieren können an die Bundesagentur für Arbeit. Aber im Wesentlichen ist es eine Risikoversicherung. Ich halte auch in der Zukunft diese Risikoversicherung für absolut notwendig, weil es ist eben richtig, was gesagt worden ist. Ich habe auch insofern nicht die Erwartung, dass wir in nennenswertem Umfang in Zeiten der Digitalisierung Beschäftigung verlieren werden. Was aber ganz sicher ist, das ist meines Erachtens nach der Wandel, das ist von vielen hier schon angeführt worden, das ist der strukturelle Wandel. Das heißt also, ich muss die Menschen, ich muss die Betriebe im strukturellen Wandel begleiten. Wir hatten ähnliche Phasen auch schon mal in den 60er und 70er Jahren. Wir werden uns an einige Instrumente diesbezüglich auch erinnern müssen. Wir werden viel stärker eigentlich auch, und dabei ist natürlich meines Erachtens nicht allein die Bundesagentur für Arbeit gefragt, aber eben alle Akteure, wir werden viel stärker über berufsbegleitende Qualifizierung zu reden haben. Also wie können wir die Menschen letztendlich weiterentwickeln? Deswegen besteht aus meiner Sicht die Aufgabe der Arbeitslosenversicherung darin, ja, Beschäftigungsfähigkeit aufzubauen, Beschäftigungsfähigkeit auch zu erhalten über die Zeit. Und man muss sicherlich überlegen noch einmal, also ich bin auch nicht jemand, der sagt, also gleich irgendwie eine Arbeitsversicherung, also vielleicht sogar auch noch mit Vollkasko-Mentalität oder so etwas. Nee, aber worüber man nachdenken muss, sind vielleicht ergänzende Elemente, die in Richtung einer Kapitalisierung gehen. Was meine ich damit? Man könnte sich vorstellen, dass ein Teil des Beitrags, beispielsweise wie in Österreich, im Grunde sozusagen ein Stück weit auch angespart werden kann, über den ich dann letztendlich verfügen kann. Damit darf ich allerdings nicht das, was ich eben eingangs sagte, in Frage stellen, nämlich diesen Risikoaspekt. Aber so etwas wäre denkbar, weil natürlich die Menschen selbst, beziehungsweise auch in Kooperation mit ihren Betrieben, natürlich auch dann am besten wissen, sozusagen, wie sie dann ein solches Kapital auch verwenden. Und vielleicht insgesamt sollten wir auch, und das war ja auch schon ein bisschen Credo hier dieser Veranstaltung, wirklich nochmal hervorheben, dass die Chancen eigentlich bei weitem größer sind als die Risiken. Ich sehe als eigentlich Hauptrisiko einerseits eben den Punkt, dass wir uns nicht gut vorbereiten auf das, was da kommt. Und das Zweite ist, dass wir da möglicherweise dann auch, dass diese Chancen eben nicht hinreichend wahrgenommen werden, die uns auch wirtschaftlich gegeben sind. Und der dritte wesentliche Punkt, der betrifft dann eigentlich die Personen, die es schwer haben am Arbeitsmarkt. Meine Befürchtung ist diejenige, dass die Anforderungen so komplex und hoch sind und noch höher werden, dass es natürlich Personen, die jetzt schon nicht mithalten können, auf jeden Fall zukünftig noch schwerer haben, wenn wir da nicht sozusagen, und das fängt dann im Grunde schon in der Kita an und geht über das Bildungssystem weiter, auch entsprechend für Ausgleich sorgen.
Das ist aber keine Aufgabe der Arbeitslosenversicherung. Dankeschön. Jetzt frage ich noch mal einen Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin ja schon fast umzingelt, der aber auch Politiker ist. Kai, sind wir auf die Herausforderungen gut vorbereitet? Was kommt auf uns als Politik zu? Also wir sind als Politik gut bedacht oder gut beraten, sehr wohl darüber nachzudenken, wie sich diese Digitalisierung auf unsere Arbeitswelt auswirkt. Herr Dr. Tieder hat eben gerade gesagt, die Menschen haben damals bei der Einführung der Bahn nicht nachgedacht. Was nicht ganz stimmt, wenn ich es richtig weiß, war Bismarck davon überzeugt, dass es zur Raserei führt, wenn man schneller als 30 km/h fährt. Wenn man sich jetzt die Fahrpläne der Deutschen Bahn anschaut, kann man sagen, dass diese Befürchtung wohl nicht ganz wahr geworden ist, aber andere vielleicht schon. Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist in der Sozialversicherung, was ist universal und was ist individuell versicherungsfähig und versicherungspflichtig. Wir haben häufig am Anfang dieser Diskussion darüber gesprochen, wir haben Clickworker und Crowdworker, wie kriegen wir die abgesichert? Ich glaube, das ist ein ganz kleiner Anteil, über den wir jetzt nicht großartig reden müssen. Dann ging es weiter in die Diskussion über Soloselbstständigkeit. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, wird man feststellen, dass der Anteil der Soloselbstständigen relativ stabil geblieben ist, sogar etwas eher abnimmt in den letzten Jahren. Aber eins darf man nicht unterschätzen, nämlich derjenigen, die einen normalen versicherungspflichtigen Job haben und nebenher selbstständig noch zusätzlich arbeiten. Das sehe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das zunimmt. Und dann haben wir auf einmal eine sehr interessante wettbewerbsrechtliche Frage, nämlich auf der einen Seite arbeite ich von Montag bis Donnerstag oder Montag bis Freitag in meinem Betrieb, zahle Steuern und Sozialabgaben und am Wochenende bin ich selbstständig tätig und muss darauf nur Steuern bezahlen, aber keine Sozialabgaben. Und wenn ich das durchdekliniere, kann ich natürlich dann anfangen, einen ganz normalen Arbeitstag zu ersetzen durch meine Selbstständigkeit und kann vielleicht auf von fünf auf 4 Tage runter oder auf 3 Tage runter. Und deshalb glaube ich, sind wir gut beraten, darüber nachzudenken, ob wir auch Selbstständigkeit in die Versicherungspflicht mit aufnehmen. Und zwar eben nicht, weil ich jetzt sage, die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung ist das Paradies auf Erden, sondern schlicht und ergreifend, weil wir hier eine wettbewerbsrechtliche Frage haben. Es macht keinen Sinn, wenn Menschen einen Lohn anbieten können, der geringer ist, weil sie eben diese Sozialkosten nicht zu tragen haben und am Ende vielleicht dann in der Grundsicherung fürs Alter landen oder anderes. Der zweite Aspekt, die Individualisierung, glaube ich, wird hauptsächlich das Thema Qualifikation, Weiterbildung betreffen. Wir haben jetzt ja vorhin schon über die Frage gestritten, ob die Arbeitslosenagentur, die Arbeitsagentur dafür die richtige Stelle ist. Ich wage jetzt mal eine pointierte Vermutung. Wir haben knapp 3 Millionen Arbeitslosen, mit denen sich die Arbeitsagentur mit 100.000 Beschäftigten versucht zu kümmern. Wie sie jetzt auch noch die Weiterbildung von 30 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen in Deutschland organisieren soll, bin ich etwas überfragt. Aber wir müssen uns überlegen, ob wir vielleicht nicht da Module anbieten, die es den Versicherten freistellt, ob sie eine zusätzliche Versicherungsleistung haben wollen. Die Arbeitslosenversicherung ist die einzige Versicherung, die noch sehr statisch organisiert ist, paritätisch. Das haben wir in den anderen Versicherungsarten nicht. Wir haben es bei der Rentenversicherung jetzt gerade eingeführt mit dem Flexi-Rentengesetz. Das heißt, man kann, wenn man möchte, länger arbeiten und hat dann quasi eine zusätzliche Leistung später im Alter. Bei der Krankenversicherung haben wir schon die Parität nicht mehr, aber da fangen die Krankenversicherungen auch an, über, sagen wir mal, gutes Verhalten Versicherungsprämien auszuzahlen. Also sprich, wer sportlich aktiv ist und so weiter, der hat einen Vorteil hinten raus. Und so müssen wir vielleicht auch die Frage stellen, wenn sich jemand fortbildet, weiterbildet, ob wir daraus einen Anreiz, ob wir da einen Anreiz bieten können, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Ich glaube, Steffen Kampeter hat das ganz am Anfang gesagt. Die Quizfrage ist, ob wir diese Frage von Geld und Zeit lösen können. Also entweder haben die Unternehmen Geld, aber keine Zeit, weil es eben gut läuft, oder umgekehrt, sie haben viel Zeit, aber halt auch kein Geld, weil es nicht gut läuft. Und wir müssen irgendwie den Unternehmen, gerade den kleineren Unternehmen, eine Möglichkeit bieten, wie sie ihre Arbeitnehmer
weiterbilden können. Und da kann ich mir vorstellen, dass da die Arbeitslosenversicherung ihre ureigenste Aufgabe, nämlich für Lohnersatz im Krisenfall zu sorgen, da anknüpft. Dankeschön. Bevor ich jetzt ins Publikum gebe, eine provokative Frage noch an das Podium. Wäre es angesichts der geschilderten Entwicklungen dann nicht sinnvoll, den engen Konnex, den engen Zusammenhang von Arbeit und der Finanzierung der Sozialsysteme aufzubrechen und Sozialsysteme zunehmend auch über Kapitalerträge zu finanzieren? Herr Dr. Wallwey. Die Kapitalerträge, damit meinen Sie, dass vermutlich dann eben Unternehmen und andere Geld sozusagen, also Zinsen wären das. Also ich sehe da gewisse Schwierigkeiten darin, weil sie unter Umständen technischen Fortschritt dadurch hemmen würden. Und da hätte ich tatsächlich ein gewisses Problem damit. Also ich würde schon meinen, dass Arbeit, das ist ja eben auch von Herrn Wittecker angeführt worden, ist sicherlich in einen breiteren Kontext gehört. Das haben wir in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wir haben dann noch so Sonderformen, die Richtung Berufsbeamtentum gehen. Und dann haben wir die Selbstständigen, dass aber schon eigentlich Arbeit und Erwerbsarbeit die Basis sein sollte für die Menschen, die sozusagen nach sozialer Sicherung trachten. Dr. Klöße. Ich würde persönlich offen gestanden dringend davor warnen, dass man den Nexus zwischen sozialer Sicherung und dem Arbeitsverhältnis löst, entkoppelt oder erweitert. Wir haben eine Revitalisierung des sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses. Alle Unkenrufe über die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, denke ich, müssen wir gerade mal wieder zur Seite legen. Und zum anderen bin ich froh, dass wir auch im Weißbuch des Bundesarbeitsministeriums eine klare Absage sowohl an das unkonditionierte Grundeinkommen, als auch keine Überlegungen Richtung Maschinensteuer. Sie ändern sich. Auch mal eine Debatte von vor 20 Jahren, dass wir keine Neuaufnahme dieser Debatten haben. Ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, erstens klar herauszuarbeiten, gibt es durch Digitalisierung differenzielle Effekte auf die Wahrscheinlichkeit, dass die soziale Sicherung, die wir haben, sozusagen angepasst werden muss, aber nur dann, wenn man das auch nachlegen, beweisen und belegen kann, evidenzbasiert, dann kann man darüber nachdenken, wo man nachsteuern muss. Und zum anderen die Frage stellen, wie kann man die soziale Sicherung, die wir haben, in den vier Grundsäulen, wie kann man sich an den Dingen, wo man meint, Stichwort eventuell Vorsorgepflicht für Selbstständige, wo kann man graduell nachjustieren? Das sind Fragen, die man sich offen vorlegen kann. Dankeschön, Herr Dr. Tiede. Ja, ich schließe mich da weitgehend den Vorrednern an. Ich würde auch sagen, man sollte nicht rangehen und die Verbindung soziale Absicherung und Erwerbsarbeit daran rütteln. Weil soziale Sicherung, besonders Alterssicherung, hat die Aufgabe, im Alter wegfallendes Einkommen zu ersetzen. Und da kann man sich fragen, welches Einkommen fällt denn im Alter weg? Erwerbseinkommen. Das kann man in aller Regel nicht mehr bis in ein beliebiges Alter erwerben. Aber Kapitaleinkünfte, die fallen in der Regel nicht im Alter weg. Einige treten im Alter erst auf, wenn man privat kapitalgedeckt vorgesorgt hat. Dann kriegt man erst im Alter was raus. Also da fällt nichts weg. Deswegen macht es aus meiner Sicht in dieser systematischen Betrachtung, Alterssicherung ist wegfallendes Erwerbseinkommen ersetzen, macht es keinen Sinn. Ich würde allerdings schon meinen, man muss diesen Begriff, was ist denn Erwerbseinkommen, das wegfällt, etwas genauer betrachten. Und da wäre ich dann ganz nahe bei Herrn Wittecker. Wenn in zunehmendem Maße die Menschen in der Erwerbsphase Erwerbseinkommen aus verschiedenen Quellen beziehen, die aber alle im Alter versickern, dann muss man das eigentlich schon alles absichern. Da kann man dann darüber streiten, macht man das alles in der Rentenversicherung oder macht man eine Versicherungspflicht mit verschiedenen Systemen. Aber man muss es absichern und das mögen Sie mir jetzt verzeihen, als aus Sicht der Rentenversicherung, wir haben nichts Grundsätzliches dagegen zu sagen, wir machen eine Versicherungspflicht mit mehreren Systemen. Nur dann muss man darauf achten, dass man diese Systeme sehr gut miteinander koordiniert. Nicht, dass jemand Zeit seines Lebens in einem der Systeme eingezahlt hat und im Alter nichts rauskriegt, weil er in unterschiedlichen Systemen eingezahlt hat. Also dann muss man schon genau koordinieren, so ähnlich wie wir das in Europa haben, wenn man in verschiedenen Ländern Einkommen bezieht. Das ist aber nicht ganz einfach. Also man baut bürokratisch schon einiges auf, wenn man das in verschiedenen Systemen macht. Aber man kann es natürlich. Das ist ja schon beinahe ein seltener und unheimlicher Konsens hier auf dem Podium, Kai, schließt du dich dem an? Also wenn du das natürlich machen würdest, Kapitaleinkünfte sozialversicherungspflichtig zu belegen,
würdest du natürlich auf einen Schlag die gesamte Problematik der demografischen Entwicklung in der Sozialversicherung lösen, weil du über Mehreinnahmen verfügen würdest. Da könnten wir hier in der Politik aber jede Menge Beschlüsse fassen, über die bisher noch gar nicht nachgedacht worden ist. Also wenn man das machen wollte, dann würde ich eine Conditio dran setzen, wenn man nämlich über diese Mehreinnahmen verfügt, nämlich dass man einen Teil davon dann tatsächlich für diesen demografischen Wandel zur Finanzierung nutzt, aber zum Zweiten, dass man dann auch einen Teil davon nutzt, um die Sozialversicherungsbeiträge auch zu reduzieren. Weil das würde nämlich dann dazu führen, dass Arbeit in Deutschland wieder wettbewerbsfähiger und günstiger gegenüber anderen Ländern werden würde. Insofern, unter diesem Aspekt könnte man darüber anfangen zu diskutieren. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das eine Kernfrage ist, die die Digitalisierung der Arbeitswelt uns jetzt auf den Tisch wirft. Insofern, glaube ich, sollten wir uns auf die anderen Themen eher mal fokussieren. Okay, danke schön. Das werden wir dann dem Siemens-Chef Joe Kaeser sagen, dass die Experten hier nicht uneingeschränkt begeistert auf seine Vorschläge reagiert haben. Meine Damen und Herren, gibt es Fragen? Bitte schön. Irene Seeling, BDA. Herr Wallwey, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement ergänzende Elemente in Richtung Kapitalisierung vorgeschlagen bei der Arbeitslosenversicherung, die dann im Sinne eines Beitragsansparens für den Bereich Weiterbildung verwendet werden könnten. Meine Frage, woher nehmen Sie die Zuversicht, dass das schon viel zitierte Engagement der Betriebe in Höhe von 33,5 Milliarden Euro im Bereich Weiterbildung dann in diesem Ausmaß auch bestehen bleiben würde? Wir vermuten, dass sobald die Bundesagentur stärker in den Bereich Finanzierung von Weiterbildung hineingehen würde, sehr viele Unternehmen aus diesem Engagement eher aussteigen würden bzw. das stark herunterfahren würden. Wir sehen da drin ein starkes Risiko und würden uns darum dagegen aussprechen. Ich würde gerne noch einen zweiten Aspekt ansprechen. Ich würde das Thema Arbeitslosenversicherung auch lieber gerne in den Gesamtkontext der Lohnnebenkosten der Sozialabgaben in Deutschland stellen. Und wenn wir das Thema, Sie hatten es angesprochen, Herr Klöß, Demografie sehen und die Schwierigkeiten beim Rentendialog in den letzten Wochen erlebt haben, dann sehen wir ja sehr wohl in der Zukunft stark steigende Abgaben im Bereich der Rentenversicherung und aufgrund des technologischen Fortschritts natürlich auch bei der Krankenversicherung zusammen mit der Demografie. Das heißt, die 40% sind mit einem starken Fragezeichen zu versehen. Warum sollte man nicht zumindest in der Arbeitslosenversicherung dann die Chance nutzen, hier noch weiter den Beitrag zu reduzieren, statt neue Betätigungsfelder für die BA zu suchen? Herr Wallwey und dann Herr Klöß. Ja, Frau Seeling, ich glaube, man muss bei dem Thema Weiterbildung ja schon nochmal unterscheiden. Also einerseits gibt es natürlich die Weiterbildung, die auch stark im betrieblichen Interesse ist, wo ich im Grunde die Menschen sozusagen fit mache für die Aufgaben, die ich auf der betrieblichen Ebene sehe. Das ist klar auch betrieblich veranlasst und wird auch betrieblich finanziert. Dann gibt es, wenn man so will, auch die Weiterbildung der Bundesagentur. Ich sprach ja eben schon mal von dem Schadensfall im Wesentlichen, wo man also entweder von Arbeitslosigkeit bedroht ist oder wo möglicherweise Situationen sind, wo sich die Beschäftigungsfähigkeit verbessern muss oder eben auch die Arbeitslosigkeit. Da gibt es auch, wenn man so eine klare Zuweisung. Aber ich sehe eine gewisse Schwierigkeit an den Stellen, und das haben wir heute auch schon ein bisschen gehört beim Thema Aufstiegsfortbildung oder anderen Dingen, wo die Initiative von den Beschäftigten ausgeht. Die sagen, für sich genommen habe ich vor, dieses oder jenes zu machen. Und ich finde weder den Betrieb, der mir das finanziert, also nehmen Sie diese vielen Fachwirte, Betriebswirte, die alle ihre ganzen Ausbildungen selbst bezahlen. Und das ist auch ordnungspolitisch übrigens nicht ganz trivial, wenn man das vergleicht, also mit Studierenden, die da sozusagen zumindest die Ausbildung, nicht ihren Lebensunterhalt, aber die Ausbildung letztendlich umsonst bekommen. So, und da würde ich doch sagen, da gäbe es doch durchaus interessante Ansatzpunkte, um auch, ich würde mal sagen, fast schon Weiterbildungsanreize zu schaffen und auch Rahmenbedingungen. Ich will nicht damit, wie gesagt, sagen, dass das, sagen wir mal, etwas ganz Großes sein soll. Ich glaube, man muss nur mit solchen Elementen auch, glaube ich, auch Erfahrungen sammeln. Man muss auch sehen, ob die Menschen damit überhaupt klarkommen. Wir sehen das ja auch bei den Bildungsgutscheinen, dass es da gewisse Schwierigkeiten gibt, dass tatsächlich das am Ende dann auch gut funktioniert und dass die auch souverän damit umgehen, aber ich finde es zumindest eine interessante Idee, die eine Risikoversicherung ergänzen würde im Sinne der Beschäftigten und auch aus dem Interesse der Beschäftigten heraus. Und da sehe ich
kein großes Verdrängungsproblem gegenüber den aus meiner Sicht sehr doch verdienstvollen auch Aktivitäten der Wirtschaft. Vielleicht auch zwei, drei Facetten dazu noch, Frau Seeling. Wir haben ja, wie soll ich sagen, eine starke kommunizierende Röhren auch zu verschiedenen Systemen der sozialen Sicherung. Wenn Sie die Rentenreform der Vergangenheit sozusagen daraufhin abklopfen, was Sie am Arbeitsmarkt gebracht haben, werden Sie eine stark steigende Erwerbstätigkeit Älterer beobachtet haben und eine stark steigende auch Weiterbildungsbeteiligung Älterer nebenbei, sodass wir dort durch Reform in einem Zweig der sozialen Sicherung eine Entlastung eines anderen Zweiges der sozialen Sicherung bekommen haben. Also diese kommunizierenden Röhren würde ich gerne betonen nochmal. Zum Zweiten ist natürlich auch eine Arbeitslosenversicherung immer daraufhin zu überprüfen, was an ihr ist Versicherungsauftrag. Herr Wallwey, das ist, glaube ich, eine wichtige Debatte, die wir auch früher schon geführt haben. Was ist sozusagen im Leistungskatalog drin, was nicht? Und was ist eine, sagen wir, sich verändernde Herausforderung für diesen Sicherungsauftrag und für die Aufgabenstellung einer Arbeitslosenversicherung? Ist sie stärker möglicherweise auch in Zukunft präventiv als sozusagen therapeutisch oder nachsorgend zu betrachten? Ich finde, die Debatte lohnt sich mit Blick auf Digitalisierung, wo wir, glaube ich, doch gemeinsam hier im Raum den Eindruck haben, mit Blick auf Qualifizierung, ich hatte eben das Stichwort Produktivität genannt, haben wir extrem viel, auch mit Blick auf Human Resource Management in Betrieben, was für mich eine zentrale Produktivitätsreserve natürlich ist, haben wir, glaube ich, noch ein paar auch Nachdenkaufgaben mit nach Hause zu nehmen, wie das denn eigentlich organisiert werden kann, welche Verhältnisse, Herr Born, von Erstausbildung und Weiterbildung sich in Betrieb stellen. Wenn ich mit Blick auf die Neuordnung von Berufsbildern mir überlege, wie lange das dauert, wir gleichzeitig aber sozusagen im Stichwort Babyboomer die geburtenstarken Jahrgänge alle noch im Erwerbsleben haben und einen Requalifizierungsbedarf mit Blick auf Digitalisierung vor uns haben, dann wird daraus vielleicht eine Geschichte, die uns am Ende des Tages auch nochmal überprüfen lässt, was ist sozusagen präventiv und was ist kurativ im Wege einer Arbeitslosenversicherung zu machen und was ist nicht zu machen. Dankeschön. Da hinten gibt es eine weitere Frage. Ja, dankeschön. Ilja Schulz, Präsident der Vereinigung Cockpit. Ich habe drei Fragen, die ein bisschen genereller Natur sind. Die hätten eigentlich zu allen drei Panels heute gepasst. Jetzt sind Sie das Letzte, deshalb geht es ans letzte Panel. Es ist sehr viel über die Bedeutung von der Sozialpartnerschaft, auch jetzt eben noch mal bei der Absicherung, geredet worden. Und da stellt sich mir die Frage, also zum einen, ich möchte es teilen, weil ich glaube, gerade bei speziellen Regelungen, je weiter man in den Betrieb runterkommt, desto besser kann das von denen vor Ort, also den Sozialpartnern, geregelt werden. Im Umkehrschluss, generelle Regeln müssen natürlich auf einer möglichst hohen Ebene, also dann auch von der Politik verantwortet werden. Die Fragen, die ich stelle, das eine ist, Sie haben dankenswerterweise diesen Kongress hier heute. Ich habe auch die Wissenschaft jetzt gesehen und gehört, die Politik dazu gehört, die Arbeitgebervertreter dazu gehört, zu den diversen Themen. Ich vermisse ein bisschen, da gucke ich Sie an, Frau Weiß, wo sind denn eigentlich die Arbeitnehmervertreter, also eine Hälfte dieser Sozialpartnerschaft heute auf den Panels? Das ist so, ich weiß, die Arbeitnehmervertreter aus der Politik, ja, aber die Arbeitnehmervertreter von draußen, genauso wie wir hier die Arbeitgebervertreter gesehen haben. Und darauf aufbauend, ich habe den Eindruck, dass wir ein bisschen auch heute von der heilen Welt geredet haben, das heißt von dem Idealunternehmen, wo die gelebte Sozialpartnerschaft dazu führt, dass man am Ende die Arbeit 4.0, die Zukunft 4.0 miteinander gestaltet. Das gibt es, das ist auch gut und schön so. Aber wir haben auch andere Beispiele und da trifft dann eben Arbeit 4.0 auf Sozialpartnerschaft 1.0. Wir haben eine Menge Arbeitnehmer in Deutschland, die eben nicht in Betrieben beschäftigt sind, in denen es gewerkschaftliche oder betriebsrätliche Vertretung gibt, die also gar nicht unter diesen Fall fallen. Und da schließt sich meine Frage an, wie wollen Sie diese Mitarbeiter, wie wollen Sie diese Menschen einbinden und auch schützen? Das Zweite ist, wir leben in einer Zeit, wo es auch in Deutschland Firmen gibt, die Unternehmenslenker da drin schulen, wie man Union-Busting betreibt. Das heißt, nicht gut mit seinen Arbeitnehmervertretern verhandelt, sondern sich der Gewerkschaften und der Betriebsräte komplett entledigt. Meine Frage dahin ging an den Herrn Wittecker, wissen Sie davon? Und wenn ja, wenn dann die Sozialpartnerschaft so wichtig ist, was würde die Politik oder was möchte die Politik in der Zukunft dagegen tun? Und der dritte Punkt ist, es gibt eine Menge Arbeitnehmer, die heutzutage gar keine Arbeitnehmer mehr sind. Ich möchte als Beispiel mal die Medienbranche bringen. Sie alle wissen das. Ein Großteil der Leute, die dort arbeiten, sind unter Freelance-Verträgen, Werkverträgen, Ich-AGs. Benennen Sie es, wie Sie es weiter wollen. Es gibt eine Menge andere Modelle, die dort sind. Wenn, wie ich vorhin gehört habe, der Mensch im Mittelpunkt steht,
Wie wollen Sie diese Leute schützen? Weil es geht ja dann nicht darum, ob dieses Arbeitsverhältnis das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers oder in einer sonstigen Konstellation ist, sondern es geht ja darum, dann diese Menschen in diesem Prozess mitzunehmen und auch zu schützen. Da würde ich gerne wissen, wie Sie den Schutz gewährleisten wollen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Als Moderator kann ich jetzt nur sagen, wir haben auch Arbeitnehmervertreter hier. Aber ich glaube, bei den Arbeitnehmervertretern, zu denen ich selber auch gehöre, kommt es nicht unbedingt auf die Masse an, sondern eher auf die Qualität. Aber gut, darf ich das vielleicht als Anlass dazu nehmen, dass wir sozusagen in einer letzten Runde alle hier auf dem Podium nochmal fragen, wie denn sozusagen Arbeiten 4.0 mit Sozialpartnerschaft zusammengeht, also was gewissermaßen die Perspektiven für die Sozialpartnerschaft sind. Wir wissen ja aus den 2008-2009er Krise, dass Sozialpartnerschaft nochmal einen deutlichen Aufwind bekommen hat. Aber vielleicht kann man auch perspektivisch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte aus Ihren ganz speziellen Perspektiven da etwas zu sagen. Herr Dr. Wallwey. Ja, vielleicht zunächst doch nochmal, bevor ich dazu was sage, auch noch zu dem Herrn Zimmer, weil ich glaube, er hat etwas ganz Wichtiges hervorgehoben, als er die Heterogenität der Betriebe angesprochen hat. Ich glaube, gerade mit Blick auf die Digitalisierung hat jetzt eine jüngere Befragung aus unserem Hause gezeigt, dass es unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt in den Unternehmen. Die Unternehmen sind unterschiedlich weit. Auch Sie sagen eben, einige haben sich damit auseinandergesetzt, andere noch nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, sage ich mal, in der mittleren Frist, dass sich Betriebe eben nicht damit auseinandersetzen können. Das ist im Grunde eigentlich heutzutage der Punkt, dass letztendlich in allen Branchen diese Anforderungen da sind, natürlich in sehr unterschiedlicher Weise. Und das gilt natürlich dann auch für die Menschen. Das gilt dann für die Qualifikationsanforderungen, für die Tätigkeiten, für die Berufe und so weiter. Also von da aus ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass dieses Bewusstsein, dass da diese Veränderungen kommen und ich mich mit diesen Veränderungen auseinandersetzen muss, dass das auch vielleicht ein Punkt ist, auch der hier diese Veranstaltung letztendlich auch dann am Ende wichtig macht. Und man könnte ja im Moment auch im ganzen Land herumfahren und man sieht überall, Gott sei Dank jedenfalls, ist das zu einem wichtigen Thema geworden. Und dann gestatten Sie mir eigentlich nur noch mal den Punkt zu adressieren, den Herr Zimmer dann auch angeführt hatte. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ist die Sozialpartnerschaft meines Erachtens nach auch eine große Chance, die Deutschland hat im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Und das hat auch damit zu tun, dass sich die Veränderungen, die wir da erleben werden, die sind ja in den Betrieben, die sind also in den Unternehmen. Die Technik, und das hat eben jemand auch angeführt, ich glaube auch Sie waren das vom Handwerk, Herr Born, als Sie gesagt haben, irgendwer muss es umsetzen und sie muss eingesetzt werden. Und da, glaube ich, haben wir tatsächlich, also auch die Sozialpartnerschaft spielt ja im dualen System eine sehr große Rolle. Wir haben es letztendlich bei der Bundesagentur für Arbeit, wir haben es dann auch bei Gestaltungsprinzipien des Arbeitsmarktes, das hatten wir ja im ersten Podium, also die ganze Frage auch der Arbeitszeit, da wurde ja von Ordnung und dergleichen gesprochen, aber man muss sich eben im Klaren darüber werden, dass wir eben eine große Heterogenität von Betrieben haben. Auch Menschen haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt dann eben Menschen, die können früh gut arbeiten, andere können spät gut arbeiten, andere wollen auch zwischendurch mal eine Pause haben und deswegen, also ne, während, wenn wir jetzt über die 11 Stunden reden, in den 13 Stunden vielleicht auch mal irgendwo etwas anderes machen. Und ich glaube, diesen, sage ich mal, vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Da können, glaube ich, die Sozialpartner sowohl auf der Tarifvertragsebene wie in den Betrieben auch sehr Wertvolles leisten, um eben dieser Vielfalt am Ende des Tages gerecht zu werden. Und da hat Deutschland meines Erachtens nach ein Asset, was sich auszubauen lohnt. Herr Dr. Klöß. Ich denke, wir haben ja mit dem Weißbuch des Bundesarbeitsministeriums und dem damit ja, zunächst einmal als Zwischenergebnis laufenden Prozess doch eine, das darf ich schon sagen, eine sehr gute Zustandsbeschreibung der Fragen, die sich stellen und auch eine der Idee und der Intention nach eine doch auf Evidenz jedenfalls versucht basierte Bestandsaufnahme. Das ist wichtig. Ist, glaube ich, das wichtig, dass man dieses große Bild, dieses Big Picture, was da gezeichnet wird, mit ausreichend Tiefenschärfe in den Monaten, Jahren, die vor uns liegen, mit ausreichend Tiefenschärfe versieht, um dann auch
zu erkennen, was wo unterschiedlich wie ankommt, Herr Wallweil. Das ist nämlich genau wichtig. Digitalisierung, um nur diesen Punkt zu nehmen, das war der Aufhänger für das Weißbuch, Digitalisierung wirkt eben in Zeit, Raum, Ort unterschiedlich und betrifft uns unterschiedlicherweise. Es gibt First Mover, es gibt auch Last Mover. Ich glaube, wir brauchen diese Fähigkeit zur Differenzierung bei dem großen Bild, um dann auch im nächsten Schritt mit Evidenz, ich will nochmal ausdrücklich für auch in postfaktischen Zeiten für Evidenzbasierung werben, dass wir nicht sozusagen auf der Basis einer wackeligen Evidenz oder gar keiner Evidenz eine ex-ante Regulierung vornehmen, von der wir nachher merken, sie führt uns in die falsche Richtung oder unterbindet das, was wir brauchen, nämlich die Fähigkeit, uns in einer gegebenen Zeit auch an bestimmte Veränderungen anzupassen. Und wenn wir das haben, sozusagen Evidenzbasierung, keine ex-ante Regulierung, wohl aber eine Sensibilität dafür, was unterschiedlich sozusagen passiert in den betrieblichen Abläufen, das ist wichtig, und dann auch zuordnet, wer wofür verantwortlich ist, Stichwort Subsidiarität, dass die jeweils höhere Ebene nur das regelt, was die nächste Ebene nicht kann, dann glaube ich, kommen wir auch zu einer, für Deutschland jedenfalls in toto, einem sehr aufgeklärten Diskussionsstand, um den uns, wenn ich das richtig sehe, auch das Ausland jedenfalls sehr genau hinschaut, was in Deutschland passiert und wie dieser Prozess aufgeklärt sozusagen in eine Diskussion gebracht wird. Ich betrachte die heutige Veranstaltung als eine Weiterführung der Diskussion und bin gespannt, wie sie die Meinungsbildung innerhalb Ihrer Fraktion beeinflussen kann. Dankeschön, Herr Dr. Tiede. Ich glaube, wir wissen alle nicht hier am Tisch, auch selbst wenn wir alle Volkswirte sind, und bei Ihnen ist es sicherlich nicht ähnlich, wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen alle nicht, wie Digitalisierung unsere Welt verändern wird im Einzelnen. Wir wissen nur eins ziemlich sicher oder ganz sicher, sie wird sie verändern, ganz gravierend verändern. In so einer Situation, wo man weiß, es wird sich viel verändern, aber noch nicht genau weiß, was und wie, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man eine Institution oder ein Institut wie die Sozialpartnerschaft hat, wo man nämlich einen ziemlich gut gefestigten Sockel hat von Vereinbarungen, von Netzwerk, sage ich mal im weitesten Sinne, mit dem man Probleme lösen kann. Auch Probleme, die man heute im Einzelnen noch nicht absehen kann, aber weiß, da kommt was auf uns zu und man hat ein Netzwerk, wo man sich verständigen kann und weiß, das kann funktionieren. Deswegen ist Sozialpartnerschaft, glaube ich, gerade im Hinblick auf Digitalisierung und ihre Auswirkungen ganz wichtig. Sie ist auch deswegen ganz wichtig, weil, das wurde eben ansatzweise auch gesagt, Digitalisierung sich äußerst differenziert realisiert in den verschiedenen Betrieben, in den verschiedenen Konsumbereichen, in den verschiedenen Vertriebsbereichen, überall. Deswegen macht es Sinn zu sagen, der Staat gibt vielleicht einen groben Rahmen vor, die Tarifpartner können den groben Rahmen enger machen für ihre jeweilige Branche und vor Ort im Betrieb müssen die Sozialpartner entscheiden, wie das umgesetzt und ausgefüllt wird. Ist ein sinnvoller Weg, aber er wird nicht reichen. Er wird nicht reichen, weil Digitalisierung eben nicht nur etwas berührt, was in dem normalen Verhältnis Arbeitnehmer-Unternehmen sich abspielt, sondern wir kriegen auch und wir haben schon bekommen eine Veränderung in der Struktur der Arbeit. Herr Wittecker hat das am Anfang ja gesagt. Wir haben nicht mehr nur die Unterscheidung selbstständige Tätigkeit, abhängige Beschäftigung oder wie jetzt gerade eben gesagt wurde, noch so komische neue Formen von selbstständiger Tätigkeit, die man gar nicht mehr richtig einsortieren kann. Eine Zeit lang waren das mal die Praktikanten, aber inzwischen hat das ja ganz viele neue Formen angenommen und wir haben vor allem daneben etwas, was man ja mit dem Begriff wohl manchmal hybride Beschäftigung beschreibt, nämlich eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit als Halbtags- oder als Teilzeitbeschäftigung und daneben selbstständige Tätigkeit oder andere Formen des Einkommenserwerbs, die ich gar nicht mehr als selbstständige Tätigkeit im eigentlichen Sinne betrachten würde. Für diese Fälle hilft mir Sozialpartnerschaft nicht so viel, weil Sozialpartnerschaft ist etwas, was diese Sphäre der selbstständigen Tätigkeit ja gar nicht berühren kann, naturgemäß gar nicht berühren kann. Das heißt, da brauche ich schon auch staatliche Entscheidungen, gesetzliche Entscheidungen. Und da brauche ich dann zum Beispiel möglicherweise neue Antworten auf alte Fragen in der sozialen Sicherung. Nämlich die Frage, kann ich denn soziale Sicherung im Prinzip beschränken auf die abhängig Beschäftigten? Nein, würde ich sagen, das kann ich nicht mehr. Ich muss einbeziehen, diese neuen Formen von Selbstständigkeit. Wie ich das konkret mache, darüber kann man ja streiten. Aber dass ich es machen muss, das steht außer Frage. Sozialpartnerschaft ist daneben wichtig, aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Also auf die Frage einzugehen bezüglich Union Busting, natürlich ist es ein Phänomen, was wir auch in Deutschland kennen. Allerdings
sollte man schon die Perspektive da auch wahren. Es ist jetzt kein Massenphänomen, was wir in der Bundesrepublik Deutschland haben, sondern es ist im Vergleich zu anderen Ländern, sondern wir haben da schon eine gelebte Sozialpartnerschaft, die ich im Übrigen auch aus meiner unternehmerischen Tätigkeit oder ja, ich war ja selber abhängig Beschäftigter, habe ich das ja auch leibhaftig miterleben können, die Verhandlungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. Ich finde, dass diese Digitalisierung eigentlich eine schöne Möglichkeit wäre, unseren alten CDU-CSU-Kampfbegriff der Subsidiarität wieder in den Vordergrund zu stellen und nämlich dahin Entscheidungen hinab zu delegieren, wo sie hingehören, nämlich auf die betriebliche Ebene. Sie haben zwar zu Recht, Herr Dr. Thiele, gesagt, dass es natürlich auch mit den selbstständigen Formen gibt, wo eben diese Sozialpartnerschaft naturgemäß nicht greifen kann, aber die Digitalisierung betrifft ja genauso gut die abhängig Beschäftigten, also die 31 Millionen, die wir jetzt momentan in Deutschland haben. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle in einem Tarifvertrag sind. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass nicht alle unter gewerkschaftlichem Schutz stehen. Das kann man bedauern. Unsere Aufgabe als Staat wird es nicht sein, jetzt dafür zu sorgen, dass jetzt alle in der Gewerkschaft wieder sind. Aber wir können dafür sorgen, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer die Techniken oder die Werkzeuge an der Hand haben, diese Veränderungen, die es durch die Digitalisierung gibt, erfolgreich zu meistern. Und wir müssen als Politik uns auf die Aufgabe zu konzentrieren, den Rahmen zu gestalten. Ich habe das schon mal als die zwei Grundthesen genannt. Ich glaube, wir müssen Arbeit ganzheitlich sehen, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe oder ob ich selbstständig tätig bin. Und wir müssen, glaube ich, bei dem Thema Individualisierbarkeit von Versicherungsleistungen neue Wege gehen. Also sprich, wenn die Arbeitslosenversicherung bisher dazu da war, Lohnersatzleistung zu sein, wenn ich keine Arbeit habe, dann kann man sagen, naja, Lohnersatzleistung gibt es auch, wenn ich mich weiterbilde und für eine kurze Zeit oder längere Zeit aus dem Betrieb raus muss. Dafür hat aber die Arbeitslosenversicherung derzeit kein gesetzliches Mandat zu handeln. Und das wäre etwas, wo wir uns als Politik darauf konzentrieren könnten, diese Fragen zu lösen und von allen anderen Fragen die Finger zu lassen. Wunderbar. Wir neigen uns dem Ende zu. Ein berühmter Literaturkritiker aus meinem Wahlkreis pflegte Veranstaltungen immer zu beenden mit den Worten, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Wenigstens aber haben wir die Fragen gestellt. Zu einem Schlusswort bitte den Sprecher Karl Schieverling von Arnis. Danke. Bevor Karl jetzt macht sich auf den Weg, das ist richtig, ich möchte noch auch von meiner Stelle ganz kurz das Wort ergreifen und kleiner Schlenker, weil ich vorhin persönlich angesprochen werde oder worden bin zum Thema heile Welt und Vormachen. Also ich glaube, dass hier heute in diesem Fraktionssaal eine ganze Menge Menschen sind, die sehr bodenständig sind, die in der Realität leben und nicht irgendwo auf den Wolken schweben, obwohl da soll die Freiheit ja grenzenlos sein. Ich möchte Danke sagen an alle, die heute hierher gekommen sind, die mitgemacht haben auf dem Podium, in der Moderation, als Impulsgeber, als Fragesteller, alle, die dabei waren. Danke aber auch, und das möchte ich nicht vergessen, weil wir das viel zu selten alle tun, an alle Mitarbeiter aus unseren Büros und in der Fraktion, die dafür gesorgt haben, dass wir hier heute gut versorgt worden sind, die alles organisiert haben im Vorfeld. Allen voran meine Referentin Gisela Schurath. Liebe Gisela, gib den Dank bitte an alle Kolleginnen und Kollegen weiter. Und ich für meinen Teil, ich denke, wir freuen uns alle auf ein paar Tage Ruhe und wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ein gesundes, glückliches neues Jahr und dann gehen wir mit aller Kraft wieder an die Arbeit, spucken in die Hände und machen weiter. Herzlichen Dank. Und jetzt, lieber Karl, jetzt bist du dran. Meine Güte. Ja, herzlichen Dank. Meine Güte, was soll ich denn jetzt noch zum Schluss sagen? Denn in der Tat sind eine Reihe Fragen benannt worden, vielleicht einige Aspekte, die ich noch schnell aufgreifen will. Wenn die CDU-CSU-Fraktion sich dieses Themas annimmt, der Digitalisierung, dann tut sie das immer aus zwei Richtungen, die aber dann hinterher zusammengeführt werden.
Die eine Richtung ist hier schon mal in diesem Raum behandelt worden, da ging es um die wirtschaftliche Frage. Da ging es um die Frage, welche technischen Voraussetzungen brauchen wir eigentlich, um Digitalisierung auch tatsächlich umsetzen zu können. Wir haben hochtechnisierte Bereiche und wir haben ländliche Bereiche, da freut man sich, wenn der 50-Bit-Kabel endlich in der Erde liegt. Wir haben also unterschiedliche Entwicklungen auch in Deutschland, auch was die Struktur angeht und die strukturellen Entwicklungen angeht. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen, das haben wir vorhin gehört, im Bereich der unterschiedlichen Branchen und der unterschiedlichen der Betriebe. Etwas salopp gesagt, die Digitalisierung beim Friseur hat ein anderes Tempo als in der Industrie, weil Sie werden sich auch freundlich bedanken, wenn Sie den Kopf in den Automaten stecken, schmeißen 10 Euro rein und wundern sich, welche Frisur rauskommt. Dann mag das ja eine neue Entwicklung sein, es mag arbeitskräftesparend sein, aber das Ergebnis ist nicht immer so freundlich für alle diejenigen, die damit zu tun haben, aber wer weiß, wohin sich was entwickelt. Während auf der anderen Seite es darum geht, im internationalen Wettbewerb mithalten zu können und im internationalen Wettbewerb die Nase vorn zu haben. Der Punkt, der die andere Seite betrifft, das ist in der Tat die Frage, welche Auswirkungen hat das für die Arbeitnehmer, welche Auswirkungen hat das für die Betriebe? Und wenn eins in den letzten Jahren deutlich geworden ist, dann dies, dass wir in der betrieblichen Wirklichkeit, auch in der wirtschaftlichen Wirklichkeit, die berühmten Gegensätze zwischen Arbeit und Kapital nicht mehr werden in dieser Form kultivieren können, weil es eigentlich darum geht, wie Uwe Lagowski das vorhin gesagt hat in seinem Beitrag, wir es mit der ein und derselben Medaille haben mit unterschiedlichen Seiten. Es geht um die Betriebe und es geht um die Wirtschaftlichkeit und es geht um die Frage, wie wir die Dinge gemeinsam nach vorne bringen. Die Frage, die natürlich umtreibt, ist die Frage der Bildung und der Qualifizierung. Auch hier dürfen wir den Blick nicht dafür verwenden, dass wir auch hier es mit einem unterschiedlichen Tempo zu tun haben und mit unterschiedlichen Herausforderungen. Ich bin sehr dankbar für den Hinweis, der zwischenzeitlich gekommen ist, es mit 2,5 Millionen Arbeitslosen, darunter auch vielen Langzeitarbeitslosen zu tun. Da sind wir froh, wenn wir es überhaupt in den Arbeitsmarkt kriegen und wenn uns denn die Digitalisierung dabei hilft, sie in Beschäftigung zu bringen, weil sich neue Tätigkeitsfelder auftun, die wir jetzt noch gar nicht im Blick haben und vielleicht auch noch gar nicht kennen können, dann ist das auch eine Chance. Wir haben im Juni diesen Jahres mit dem Ausschuss für Arbeit und Soziales eine Fahrt gehabt in die USA. Es ging eigentlich um völlig andere Fragen. Es ging eigentlich um die Frage, wieso fällt der Dow Jones, wenn die Arbeitsmarktzahlen schlecht werden? Wieso steigt der Dow Jones, wenn die Arbeitsmarktzahlen gut sind? Wieso steigt er, wenn schon die Erwartungen da sind? Dieses Geheimnis hat man uns dann erklärt, wie die Zusammenhänge sind, weil ich habe mich immer gefragt, der Herr Weise kann verkünden, was er will. Der DAX bewegt sich keinen Millimeter. Und also muss es wohl mit anderen Fragestellungen zu tun haben, die man damit zu tun hat. Und genau in dieser Frage landeten wir bei der Thematik Digitalisierung, sowohl im Silicon Valley als auch in San Francisco. Und ich kann mich gut an eine Diskussion an der Universität Stanford erinnern. Da saßen immerhin 12 ausgereifte Professoren, von denen keiner auch nur annähernd einen gescheiten Satz darüber sagen konnte, welche Auswirkungen eigentlich die Digitalisierung auf die Arbeitswelt hat. Die konnten wohl erzählen, was man alles machen kann. Aber die konnten uns nicht darstellen, welche Auswirkungen hat das eigentlich auf den Arbeitsmarkt. Und daraufhin habe ich über den ungewöhnlichen Weg des Nachdenkens mir gedacht, na nun, die Aufgabe werden wir uns ja wohl jetzt mal zu stellen haben. Und genau dieser Frage gehen wir mit diesem Kongress nach, in einem ersten Schritt. Das Arbeitsministerium, die Bundesarbeitsministerin, hat dankenswerterweise das Weißbuch Arbeit 4.0 vorgelegt. In diesem Weißbuch finden sich viele Ideen, die die Arbeitsministerin auch schon vor der Frage der Digitalisierung gehabt hat, die jetzt prima damit verarbeitet werden konnten. Wir werden uns jetzt anschauen, was hat denn wirklich mit der Digitalisierung zu tun und welche Schritte sind denn jetzt nun wirklich zu gehen und werden das daraufhin abklopfen. Auch dem diente dieser Kongress. Worum ich sehr dankbar bin, war noch einmal durch die Herausarbeitung der Frage, welche Chancen Sozialpartnerschaft und betriebliche Partnerschaft hat, um die Fragen eigentlich zu klären. Und der Begriff Subsidiarität, den Kai Wittecker vorhin genannt hat,
hat ja seine Gültigkeit behalten aus der christlichen Gesellschaftslehre, aus der katholischen Soziallehre, als die profunde Ordnungsfrage, nämlich das, was der Einzelne von alleine machen kann, soll der Staat ihm nicht wegnehmen. Heißt im Klartext, das, was man betrieblich regeln kann oder durch Tarifverträge regeln kann, soll verdammt nochmal da auch geregelt werden. Aber dennoch wird es einen Rahmen geben müssen, den wir zu setzen haben, aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Und auch da bin ich für die unterschiedlichen Beiträge, die dazu gekommen sind, außerordentlich dankbar. Wie wird es weitergehen? Wir werden diesen Kongress auswerten. Wir werden schauen, wie wir unter diesen drei Gesichtspunkten der Sozialpartnerschaft, der Weiterbildung und der sozialen Sicherung die einzelnen Pflöcke setzen werden, auch in der Debatte, die sich jetzt durch das Weißbuch 4.0 ergeben, und werden dann, ich hoffe, in nicht ferner Zukunft dann zu einer Positionierung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion kommen, aber dann im Gesamtschau der Dinge und nicht nur in der Betrachtung eines Teils. Und dem dient auch dieser Teil, mit dem wir uns hier beschäftigt haben. Ihnen allen möchte ich herzlich danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie uns geraten haben, dass Sie zugehört, dass Sie Impulse gesetzt haben. Ich möchte auch aus meiner Sicht ausdrücklich meinen drei Kollegen aus der Fraktion, Uwe Lagowski, Antje Letius und Kai Wittecker, danken, die sich zu dritt dieses Themas nun länger annehmen, aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven und mit jeweils eigenen Schwerpunkten. Und bin froh, dass dieser Kongress dank Sabine Weiß so möglich war. Den Dank und die guten Wünsche hat sie ausführlich, gründlich und völlig richtig dargestellt. Ich schließe mich dem nur an. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit und herzlichen Dank.